das Auge darf nicht wegdriften. Das waren so meine Motivation. Also immer sehr, sehr eng an dem, was das Objekt ist. Und dann kam Oswald rein und liegt dann mit seinen Fingern. Dann sagen wir, was soll das denn? Rot? Was haben Sie dabei gedacht? Und ich sage, Oswald, diesen Pilot. Dann habe ich jetzt mit dem Auge erzählt. Dann fragt er mich, sind Sie Pilot? Nein. Ja, was soll das denn? Ist das der Mut, was Sie machen, das will ich morgen nicht sehen. Und verschwand. Meine Modelleure stand da, nicht alles mal zu der Hand, weil, und was machen wir jetzt? Na, ich sage, wir machen das fertig. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist nicht nur etwas für Autodesign-Fans, sondern endlich kann ich auch mal ein bisschen was für die Motorradfahrerfraktion unter euch tun, auch wenn das ja nicht mein Spezialgebiet ist. Viele von euch werden ihren klassischen BMW nach diesem Gespräch mit anderen Augen sehen, denn das fahrerorientierte Cockpit entstammt seiner Feder. Hans A. Muth war Interieurdesigner unter anderem bei BMW und weil er im Herzen immer auch Motorradfan und mit dem Design der BMW-Maschinen nicht einverstanden war, hat er sich in der Mittagspause auch gleich noch als erster Designer für die Zweiradsparte empfohlen und so legendäre Maschinen wie die R90S oder die R100 RS gezeichnet. Die Café Racer-Fans unter euch bekommen gerade eine Gänsehaut. Motorräder hat er später auch in Japan designt und hier redet er über sein aufregendes Leben zwischen verschiedenen Designkulturen rund um den Globus. Viel Spaß jetzt mit Hans A. Muth. Wie ging das überhaupt los, Ihre Designleidenschaft? Designleidenschaft ging los, mein Großvater war Autokonstrukteur. Mhm. Adolf Gustav von Löwe. Gibt es aber, hat ein Buch geschrieben, der Automobilmotor. Und mein Vater war, der hatte von seinem Vater her die Brillenfabrik, Gott, das war eine Riesenfirma. Und ich sollte an sich die Brille, ne? Aber meine Leidenschaft war Auto und das hat mir mein Großvater beigebracht. Wenn die uns besuchten, saß ich auf seinem Schoß und er zeichnete mir Autos, Bugattis. Immer Bugattis, ja. Bis heute mache ich in jedem Abend, gibt es ein TV-Beilagenheftchen in der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Und oben in der Zeile, zweite Seite, male ich jeden Abend Seitenansicht ein Bugatti 35. Seit Jahren. Und die schneide ich dann aus und komme in die Kiste rein. Ne? Ich weiß nicht, was damit später gemacht wird. Man könnte einen Wandteppich draus machen. Also die Leidenschaft hat sich gehalten. Und für mich ist Bugatti nach wie vor ein Sinnbild von Technik und Ästhetik. Und es gibt ein Zitat, was ich aber jetzt erst entdeckt habe, wie er sagt, eine technische Lösung ist dann erst vollwertig, wenn sie einen ästhetischen Anspruch auch erhebt. Mhm. Und Bugatti hatte für seine Werkenden hat er einen eigenen Schraubschlag entworfen. Und er ging abends durch die Hallen und es musste blitzsauber sein und der Schraubstock gesäubert und poliert oben. Also Disziplin beim Design, weil bei aller Freiheit, die man hat beim Arbeiten, also beim Kreieren, es muss ja hergestellt werden. Mhm. Und alles, was Sie zeichnen, muss sehr schnell auf ein Package übertragen werden. Und das Package ist nun mal die Basis. Da ist der Radstand angegeben, ob es ein Auto ist, ein Motorrad, Radstand haben sie alle. Mhm. Die Höhe beim Auto, die Sitzwinkel, die Blickwinkel und dieser ganze Kram dann, in welcher Höhe müssen die Lampen sein und die Rutschen. Das ist schon viel eingeschränkt, ne? Jetzt neulich mit dem Fußgängerschutz noch. Und der ist auch schon mit drin. Also ich meine, grundsätzlich fragt man sich, was will man eigentlich noch Neues machen? Und so sehen die Autos auch aus. Der Bugatti war im Sande, der hatte wundervolle Gussräder, 8 Speichenräder. Und das Rad hatte die Bremse war praktisch mit eingegossen. Und eine hohlgegossene Vorderradachse. Ja. Hohlgegossen.
Und der Bugatti war dermaßen, man kaufte sich dieses Auto mit kleinen Kotflügelchen über den Rädern. Und wenn man an einem Sonntag zum Rennen fuhr, dann schraubte man beim Rennen die Kotflügelchen ab, fuhr das Rennen, gewann, schirb die wieder drauf und fuhr nach Hause. Ne? Man saß eng beieinander, die Schaltung war draußen, auch die Bremse. Mhm. Im Grunde genommen Funktion und das Miteinander, das, was ein Motorrad hat, dass man im Gegensatz von einem Auto, wo man sich ja reinsetzt, man hat ja Platz, man kann sich regeln, man kann das auch mit einer Hand fahren oder eine Hand eingeklinkt im Lenkrad, geht ja auch. Man kann auch sagen, du fahr, halt du mal eben das Lenkrad. Im Motorrad geht das nicht. Mhm. Beim Motorrad wird man zum Kentaur. Sie bilden eine Einheit mit dem Objekt. Und sie legen sich in die Kurve, nicht? Ist ja feinfühlig, so wie ein Pferd. Mhm. Also Motorrad ist die Fortsetzung vom Pferd. Das ist bei einem Bugatti, war es so, weil man so eng drin saß, das war wie ein Motorrad. Und man, die Arme hingen raus, man guckte rüber, eine Brille auf und die andere Brille hing hier. Man war also voll im Wind, diese kleinen Brooklyn Screens, die drauf waren. Man kann sie vergessen. Man schaltete draußen. Ich meine, es hat ja auch mal geregnet in dieser Zeit. Da gab es kein Verdeck für diese Autos. Nee, das ist wahr. Die waren aber so gebaut, das hat mir später mein Entwicklungschef von der Marvels bei BMW, Motorräder, auch Preuße, sagte immer, lieber Mut, achten Sie darauf, wenn Wasser reinkommt, achten Sie darauf, dass das Wasser wieder rausgeht. Wie beim Auto, die englischen Autos, die ja meistens Cabriolets waren, die alten Bentleys und Elvis und wie sie alle hießen, der Innenraum war so gestaltet. Ne? Und alles, was Wasser reinging, flach wieder raus. Ja. Also kann man sich vorstellen, dass die Dichtungen waren nicht sehr dicht von der Tür. Ne? Gucken wir an alten englischen Filmen, die fuhren alle offen auf die Engländer bei dem Wetter. Wie finden Sie denn, wenn Ihnen die Seitenlinie vom alten Bugatti so gut gefällt, die heutigen Bugattis? Zitieren die das genug, die Historie, oder ist das? Also ich glaube, wenn der alte Bugatti das sehen würde, der würde sich nicht, ja, der würde sich rumdrehen, würde liegen bleiben. Nein, das ist wirklich, als wenn man ein Produkt mit solchen Pferdespritzen, dieses Testosteron einspritzt. Alleine schon dieser Preis heißt ja, kauf das Ding, stell es irgendwo hin. Fahren kannst du es nicht. Nutzen auch nicht. Und hätten Sie, wenn Sie. Ich meine, dieses typische, dieses geschwungene. Bugatti fing irgendwann an. Der Jean Bugatti war sein Sohn, der sehr früh verunglückte. Das war sehr typisch. Die Farbaufteilung auch gab es rot, blau und so weiter. Typ 41, die Royal. Dann wurde es auf den 57 SC, da gab es ein wundervolles Coupé, das Atlantik-Coupé, das ist das schönste Auto. Und, mit der genieteten Rücken, also mit, ja, diesem Mittelteil. Ja, ne? Ja. Ja. Und zwar war das Material ließ sich nicht verschweißen. Mhm. Und deswegen wurde es genietet. Mhm. Es gab ja, die Franzosen hatten Stahlhelme, nicht? Mhm, genau, so sieht es aus. Ne? Also ein wäre ein Grund gewesen, ein französischer Soldat zu werden. Die Helme schön sind das. Sowas kann nur ein Designer sagen. Die Deutschen, ja. Auf der anderen Seite dieser Steg, der hat garantiert Vorteile. Gibt es auch eine Analogie, als ich den Hubschrauber designte für MBB. Der hatte auch so ein ähnliches Thema. Gut, na, zurück zum Bugatti. Nein, und was man da gemacht hat, ja, warum tut man das? Giugiaro hat sich nach dem Krieg zweimal angestrengt, ein Bugatti wiederzuholen. Mhm. Ja, es war ein Giugiaro und hatte mit Bugatti wenig zu tun. Die kam auf den Genfer Autosalon, ich kam sofort 71. Ja, und ich durfte dann auch sofort mit auf den Genfer Salon 72. Und da stand einer und die nächsten habe ich auch gesehen. Nix. Und dann fing es an, dieses Ding, da gab es ja mittlerweile eine Geschichte, diese Flachmänner da zu bauen. Ne? Mhm. Da war da vorne so ein kleines Molsheimer Türchen, da kommt ja dieses Hufeisen. Das ist, ne? Hufeisen, ja, das, genau. Ist ja das Tor von Molsheim.
Nein, würde ich sagen. Und dass man die Philosophie nicht begreift. Leicht. Denn was Bugatti hatte, das war ein Motor, wenn man die Haube aufmachte, war ein Motor drin, der hatte dieses geschrubbte Stahl, nicht? Das habe ich sogar mit einer Meißel schabt man das, einmal so und einmal so, dann kriegt man die Zwischmuster so da drauf. Die konnten da ein Spiegelei drauf braten auf den Motor. Das war Clean Machine. Mhm. Und alleine dieser Motor und dann diese Hülle drüber mit diesen Louvers drin und draußen die Kotflügel, also alles war nachvollziehbar, überschaulich. Mhm. Und das Interieur vom 57, ja, alleine diese Fenster, die er gemacht hatte, die ging ja, beim 57 ging die Tür oben ins Dach ein. Und dann kam wie ein Speer diese Lenksäule raus mit diesem Holzlenkrad drauf. Das war wirklich, das war Ästhetik und Handwerk. Und diese Dinger, was ist es? Man müsste die Karosserie wegschmeißen, wenn man sich die Motor anguckt. Aber es ist ein Flugzeug. Ja, stimmt. Und Flugzeug hat er übrigens auch gemacht. Ne? Ja. Und Eisenbahn. Nein, das hat mit Bugatti wenig zu tun. Wenn man dann die zusammen, es sind ja immer die Zusammenhänge, nicht? Wie ist dann passiert? Und irgendwo kam dann Herr Piech an die Macht. Und er war natürlich schon autoverrückt. Wir beide hatten die gleiche Leidenschaft bei MV Agusta. Und mein Sohn, der später von Audi handverlesen mit zu Volkswagen ging, war in der Designabteilung der Einzige, der Herrn Piech etwas präsentieren konnte, ohne dass Herrn Piech ihn fertig machte. Und dieser Piech ist ein absoluter Machtmensch gewesen, nicht ein Berserker. Und natürlich auch dieses Machtmensch, dieses, es muss dann sein, so wie Herr Erdogan in irgendwelchen goldenen Badewannen schwimmt, muss ich das vorstellen. Ja, diese ganzen Typen da, nicht, wenn die so ihre Paläste bauen. Nicht? Es gab L'Automobile Classique, in Frankreich gibt es nicht mehr. Ein exzellentes Magazin. Und in den letzten Nummern war ein Bericht drin von einem französischen Designer, der für das Interieur von diesen neueren Bugattis, ein well-dressed man, und der hat ein Interview in einem Café und macht Skizzen und nimmt und hat wahrscheinlich irgendwie so kleine, ich weiß nicht, wie so dick, wo man sich die Ohren nicht mit reinigen sollten, und geht in den Kaffee rein und macht die Farbe braun. Bezaubernd. Und dieser Kerl hat an für sich ein paar gute Gedanken, aber er arbeitet fürs Interieur. Aber auch dort ist dieses typische heutzutage, dieses Überziehen von etwas. Und überziehen tut man nur, wenn man die Geschichte nicht weiß. Und ich glaube, das ist heutzutage, die wissen alle nichts mehr. Wenn sie heute zur BMW gehen oder zu Mercedes und sprechen die auf etwas an, sie wissen es nicht mehr. Das ist wahrscheinlich auch eine Folge, dass wir alle unsere Fähigkeiten, die uns Gott Vater ja gegeben hatten, in so ein Gadget delegieren. Nicht? Das denkt für uns. Wir müssen uns bemühen, da oben noch zu wissen, wie wir es bedienen. Alles andere macht dieses Ding da. Wissen Sie, mich interessiert heutzutage die Zusammenhänge. Die sind interessant. Und wenn man da auf den Boden geht, dann kommt man sehr schnell auf das, was heute passiert. Und ich bin 60 Jahre in diesem Geschäft und habe wirklich von der Pike auf. Und es muss sagen, es war eine romantische Zeit, die ich erlebt habe. In meiner Zeit mit amerikanischen, bei Ford, waren die beste Firma, in der man so mal zur Lehre gehen konnte und sich dort durchsetzen, dann BMW. Nein, diese Dinge haben an für sich mit der Produktentwicklung. Das ist ein Teil, ich würde sagen ein Drittel. Alles andere, die restlichen zwei Drittel, setzen sich alle mit ganz anderen Faktoren zusammen. Mit so gesellschaftlichen Strömungen. Und, ja.
Und wie eine Firma, ich meine, eine Firma geht nicht kaputt durch die Arbeiter, die die Produkte machen. Die gehen kaputt durch das Management, durch die Fehlentscheidung und Nichtentscheidung. Mhm. Nicht die armen Kerle, die es erstellen. Hm. Ja, stimmt, Sie folgen ja nur einer Agenda. Wie ging denn das los bei Ihnen im Design? Ich glaube, 1965 gab es den ersten Autojob? Oder? Ja, wie gesagt, mit dem Design ging es so los, dass ich machte meine Schule mit Ach und Krach. nicht das Abitur, sondern die mittlere Reife. Mhm. Und mein Vater hatte ja dann seine Firma im Westen wieder aufgebaut. Brille. Und für ihn war klar, Knabe, ich hatte einen großen Bruder, aber der sträubte sich von vornherein, der ging immer sehr eigene Wege. Und ich war das mittlere Kneblein und dass ich in seine Firma ging. Also hatte die Schule fertig und am nächsten Tag wurde ich angemeldet in die Lehrwerkstatt der Industrie- und Handelskammer in Solingen, Werkzeugmacher. Kriegte einen Kittel an, war Nummer 174, stand an einem quadratischen Tisch mit vier anderen Kerlen, auch im gleichen Oberort. Hier war das Namensschild 174. Und ein riesen Schraubstock und unten eine Kiste mit drei Pfeilen drin, eine Schrubbpfeile, eine mittlere Pfeile und was war das andere noch? Eine Schmiege. Das war meine Militärzeit, was da ablief. Also man wusste jeden Tag, wir wurden schikaniert. Aber ich will Ihnen sagen, das war es. Und ich lernte Verantwortung kennen und ich lernte kennen Konsequenzen. Gut, dann war das Ding, hatte ich das fertig. Und dann ging ich zum Vater in die Praktikum. Und fing an, Brillen auszufräsen und so weiter, im Akkord zu arbeiten. Und Akkord habe ich falsch verstanden. Ich habe so schnell gearbeitet, dass die Arbeiter mir im Genick standen und gesagt, ich würde ihnen ihre ganze Dings vermatteln, ich würde viel zu schnell arbeiten. Und dann kriegte ich, aber ich war kontinuierlich am Auto skizzieren. Ja, und da gab es natürlich die Autozeitung. Da gab es damals in der Motorpresse, nicht nur Auto, Motor und Sport, da gab es eine Motorrevue, die kam einmal im Jahr raus. Großes Ding, ich habe es ja noch, ein großes Ding, hervorragend aufgemacht. Da waren dann Zeichnungen drin von Walter Gottschke, diesen Autoillustrator, und die habe ich aufgefressen und die habe ich nachgezeichnet. Dann kriegte ich irgendwie Kunde über eine Werkkunstschule in Wuppertal. Wir wohnten in Solingen. Und dann sagte ich an einem Armbrusttisch, Vater, ich habe da gelesen, darf ich mich darum mal kümmern? Und ja, dann sagte er, ja. Dann habe ich das getan. Und dann kriegte ich Dings, also ich müsste mich da bewerben, ich müsste auch was mitbringen. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, so und so läuft das. Und dann hat er gesagt, Knabe, pack deine Sachen zusammen, mach einen Termin, fahren wir hin. Wenn man das, den Eindruck hat, dass du damit dein Geld nicht verdienen kannst, Brille. Ansonsten... Mach, was du willst. Mach, was du willst, ja. Das stimmt sie überhaupt, was man jemandem sagen kann, mach, was du willst, kommt gar nicht raus. Gut, nun bin ich hin, war natürlich alles Autozeichnung. Ne? Und der war natürlich recht begeistert, also bin ich in die Werkhundschule marschiert. Das muss ich sagen, das habe ich meinem Vater, habe ich ihm sehr meinen Hut gezogen, dass er das hat laufen lassen. Ich habe dann später in meiner Japan-Zeit Brillen entworfen. Für eine ganz andere Firma. Für ihn nie. Gut, so fing es an. Und dann ging ich in die Werkkunstschule, aber nach zwei Semestern war für mich klar, in der Designklasse war ich der Einzige. Und der kam rein und sagte, machen Sie, was Sie wollen. Das ist das Schlimmste, was man sagen kann. Ja, natürlich, weil man braucht...
Wände, wo man gegensteht, ja, wo man zurückfedert und wo man in die richtige Richtung. Ne? Ja. Ohne Federn geht es nicht. Ja. Aber, und dann merkte ich, morgens um 10 kamen die Letzten und die Ersten gingen schon wieder. Nicht? Mit dem weißen Kittel an, die fühlten sich alle wie Picasso. Und dann habe ich gesagt, das wird hier nichts, Hans A. Und habe mich bei einem Freund, ich hatte zwei Freunde und alle drei hatten Fahrräder, so wie ich. Und wir fuhren am Wochenende immer bis nach Köln und zurück. Ne? Mhm. Rund um Soding etc. Und der eine hatte, war, der Vater hatte so eine kleine, wie in Solingen, so eine Messerschmiede. Und da mietete ich mir für 50 Mark, die ich mir verdienen musste, ein Zimmer. Ein altes Bürozimmer, was nicht mehr gebraucht wurde. Und ich bin jeden Morgen dahin, weil meine Eltern dachten, ich gehe nach Wuppertal auf die Werkgrundschule. Tat ich nicht. Die Richtung war erstmal gleich, aber ich ging dann hinten um den Loch so rum und landete bei ihm und saß da praktisch 8 bis 9 Stunden und habe gezeichnet. Habe mir die Autozeitung gekauft habe mit Mercedes Kontakte aufgenommen. Mercedes hat damals Rennen gefahren. Mhm. Und dann kriegten die nach jedem Rennen kriegten die von mir ein Rötel, gezeichnetes Rötelbild mit einer Rennszene. Und dann kriegte ich von den Fotos, ich kriegte von den Zeichnungen, also Aufrisse, Frontansicht, Heckansicht, Draufsicht, Seitenansicht. Darauf habe ich meine Entwürfe gemacht. Also für andere Karosserien oder Umbauten? Ja, klar. Okay. Gefiel mir alles nicht. Ja. Und dann, dann haben mir die Amerikaner sehr gefallen, besonders Panoramascheibe. Und dann habe ich also angefangen, Automobilentwürfe zu machen. Und die ersten drei waren von einem Freund. Der Vater hat einen Mercedes, sich den 980 gekauft. Und er meinte, der würde von mir stammen. Weil er kannte so Zeichnungen von mir, die hat ihm dann so. Der hat mal gesagt, wissen Sie, Herr Muth, Mercedes, da hätte ich gerne mal einen Sportwagen. Aber was die so machen, das gefällt mir nicht. Mir gefiel es auch nicht. Und da fing ich an, Mercedes 3 Entwürfe zu machen, wie ich mir einen Mercedes vorstelle. Und die habe ich zur Automotor und Sport geschickt. Und 1957 wurden die in der Motorrevue auf einem schwarzen Grund publiziert. Darauf kriegte ich eine Einladung von Mercedes zur Vorstellung, ich könnte mich als Designer, als Stylist bewerben. Da fuhr ich mit meinem Vater runter, im Käfer. Und ich traf da Professor Wilfert, der war Chef der Stilistik, 2-Reiher mit Weste. Und wurde begrüßt und mein Vater, also was er für einen tollen Sohn hätte und was für ein Talent etc. Und dann sagte, ja, Herr Muth, zu mir gewandt, wir bieten ihm gerne an, bei uns als Stylist anzufangen. In dem Augenblick ging die Tür auf und da kam ein Herr in einem weißen Kittel und dann stand hier drauf Geiger. Und Geiger stand auch auf all den Plänen, die ich kriegte, die zeichnen wie Geiger. Habe ich gesagt, das ist der Herr Geiger. Ja, und dann kam er dazu, wir wurden begrüßt und sagte der Wilber zum Geiger, ja, ich habe gerade Herrn Muth angeboten. Und dann sagte er, Muth, was meinen Sie denn dazu? Und ich sagte, nein. Mein Vater guckte, Wilber guckte, Herr Geiger guckte. Ja, aber Herr Muth, das ist doch eine Chance. Ja, warum denn nicht? Und ich meinte dann, ich bin noch sehr jung und ich habe das Gefühl, ich kriege auch so einen weißen Kittel an und ab und zu eine Gehaltsverweis. Und ich wäre einfach noch zu jung. Großes Staunen. Man verabschiedete sich und ich hatte dann 4 Stunden Zeit, meinem Vater zu erklären, wieso ich das abgelehnt hatte. Nun, zu der Zeit hatte ich auch in der Werkgrundschule eine Freundin und am Wochenende kriegte ich mein Vaters Beetle, um der Minne zu frönen in Wuppertal. Und dann Lampe war ich, dann ging das Telefon und ihr Vater ging dran und man spürt es, wenn da so etwas ist, immer Alert.
und nahm den Hörer und sagte, Herr Muth, das ist für Sie. Dann war es mein Vater und sagte, der Knabe, du hast ein Telegramm von Mercedes bekommen und ich lese es dir mal vor. Ja. Lieber Herr Muth, wenn Sie für uns nicht gestalten wollen, warum zeichnen Sie nicht für uns? Bitte kontaktieren Sie Herrn so und so, so und so. Das habe ich dann auch gemacht. Fuhr diesmal mit der Eisenbahn nach Stuttgart und die erklärten mir, sie würden wieder ihre Kataloge umstellen von Fotos auf Zeichnungen. Mhm. Und ob ich nicht, Herr Muth, kommen Sie zu uns, wir ernähren Sie. Klingt schon mal gut. War gut. Ja. Also mein erster Auftrag war ein Rendering von einem Unimog. Nun musste ich meinen Eltern erklären, dass mir Mercedes ein Angebot und damals, ja, aber das geht ja gar nicht, du bist ja noch auf der Schule. Da habe ich gesagt, da bin ich schon lange nicht mehr. Also ich musste die Hosen runterlassen und da gab es auch keinen Weg zurück. Ein Onkel von mir, der beste Freund meines Vaters, war mal zum Besuch, kriegte das mit und meinte, da brauchst du doch aber Geld, wenn du da runterfährst. Ja. Ja, hast du das? Und dann guckte ich meinem Vater an. Mein Vater reagierte überhaupt nicht und sagte, nein, brauche ich denn? Natürlich brauchst du das. Weißt du was, ich gebe dir einen Kredit. Das war der Freund meines Vaters. Als ich dann auszog, war der gleiche Tag, als meine Eltern in die Ferien fuhren. Und dann drehte sich mein Vater um, griff in die kleine Geldtasche und gab mir ein Markstück in die Hand, sagte, brauchst du auch noch Geschirr. Es war ein 5-Mark-Stück. Meinte Ihr Vater das aber gut mit Ihnen? Sehr gut. Aber es hatte Vorteile. Als er mich später in Stuttgart besuchte zum ersten Mal und kam in das Studio und sagte, sag mal, wo hast denn du das alles her? Dann habe ich gesagt, Vater, die Chance hast du vertan, für eine Erklärung, die hast du vertan. Mit 5 Mark bestimmt nicht. Damit war die Sache gegeben. Nun gut, also ich zog nach Stuttgart und fing an, für Mercedes Kataloge zu zeichnen. Hatte aber nun auch schon durch die Motorpresse, durch die erste Mercedes-Zeichnung Kontakte, fing für die an, Designprojekte zu zeichnen, muss ein Porsche aussehen wie ein Porsche. Dann kriegte ich, dann fing ich an mit NSU. Ich muss sagen, vieles habe ich alles selber inszeniert. Wageninitiative. Gab es irgendwelche Vorbilder damals für Sie im Design? Also außer jetzt Bugatti vielleicht? Dass Sie gesagt haben, so, das ist das Design. Nee, also wir reden gab jetzt von es nicht. Nein, wenn wir wirklich, für mich war es ganz toll, war der Walter Gottschke, den lernte ich dann noch später persönlich kennen. Ja, ach so. Und während meiner Zeit noch, während der Ferien, habe ich mich bei Mercedes, da habe ich ja mittlerweile gute Kontakte, und habe gesagt, ob ich würde gerne runterkommen und ihr Museum zeichnen. Und dann lud mich Mercedes ein. Und die besorgten mir ein Hotelzimmerchen. Die holten mich morgens ab, brachten mich ins Museum, holten mich mittags ab. Einmal mit einem berühmten Rennfahrer, der mich um 3:30 zum Essen fuhr. Brachten mich abends ins Hotel zurück, holten mich wieder zum Essen ab und brachten mich wieder zurück. Das machten die für einen jungen Mann. Der begeistert, und dann saß ich tagsüber in dem Museum und habe gezeichnet. Und habe da einen Fanscher kennengelernt. Dann kriegte ich natürlich die ganzen Unterlagen. Also das war ja so eine gute, für die gezeichnet. Dann habe ich für Porsche-Kataloge gemacht, für Volkswagen-Kataloge. Und irgendwann lernte ich einen Amerikaner kennen. Ich glaube, der hieß Sommer. Vielleicht irgendein, in Bayern sagt man Spätzl. Und der hatte eine Idee, der wollte aus USA Mustangs importieren, wollte die Karosse runterschmeißen und wollte praktisch einen Ferrari draufsetzen. Und den Entwurf habe ich ihm gemacht. Also irgendwas Italienisches? Ja, also niedrig, flach und nach europäischen, ne? Also nicht so mit viel Blech und die Räder hier innen, sondern
Südländisches. Ja. Der lud mich dann zu einem Segeltörn auf dem Genfer See ein. Das war übrigens dann mein Honorar, wusste ich aber nicht. Und der schickte diesen Entwurf in die USA mit seinem Projekt, um sich das genehmigen zu lassen. Die hingegen schickten diesen Entwurf zu Fort Köln. Mit der Bemerkung, ihr beschwert euch immer, es gibt hier keine Designer. Da ist einer, kümmert dich um den. Ja. Und dann kriegte ich 1965, kriegte einen ein und fuhr ich mit meiner Frau runter. Und wir beide waren uns klar, wir lassen es doch nicht anstellen. Aber zwei Kinder waren schon da, das dritte. Und eine Frau sucht Sicherheit und nicht dieses Rumgeturne eines Freiberuflers, der auch ständig neue Autos kauft. Alte Autos. Ja, eine tolle Sammlung. Ne? Autos, wenn ich alle heute hätte, müsste ich nichts mehr tun. Und kam in eine ganz tolle Situation hinein und wurde in kurzer Zeit als erster Designer eingestellt. Bei Ford. Hatte mit natürlich schon einen Ruf, weil ich habe Bildmatten gezeichnet über klassische Wagen der 30er Jahre, klassische Rennwagen und so weiter. Dann durch die Publikum machte die Titelblätter für Auto, Motor und Sport, die früher mein Großvater gezeichnet hatte. Also ich war bekannt schon. Und ging dann 65 zu Ford, kam in eine gute Situation, ging im gleichen Jahr, wurde ich nach England geschickt, zu Ford England, fing dort an mit dem Escort und mit dem Capri. Okay. Dann wurde ich im nächsten Jahr nach USA geschickt, wurde immer vorgestellt in den USA, this is Hans, he had been in the States, he is clean. Also ich wurde zur Reinigung und zur Indoktrination, sagt man das, mit der Familie, mit zwei Kindern, Dings. Wir haben im Holiday Inn die Hälfte gewohnt und dann mussten wir uns eine Flat suchen, weil das Hotel wurde zu teuer. Und habe da ein Jahr durch alle Studios durch. Aber Sie haben vorher in England am Escort und am Capri gearbeitet. Mhm. Was haben Sie da gemacht oder was haben Sie da vorgefunden? Ja, den Capri war ja, also wir hatten ja die Situation, es gab eine Formel, die Amerikaner schaffen an, die Engländer politisieren und die Deutschen arbeiten. Das war so die Aufteilung. Mhm. Und es war ja der Mustang, großer Erfolg in Amerika und den wollte man natürlich auch in Europa. Und so wurde das Capri-Projekt entdeckt, hieß aber im Grunde genommen erstmal Colt. Mhm. Und da machten Deutschland Entwürfe, England Entwürfe und das Special Development Studio in Dearborn auch Entwürfe. Mhm. Und meine erste Aufgabe, Autoaufgabe, kriegte ich bei Ford, einen Capri-Entwurf zu machen. Und der wurde auch umgesetzt als 3D-Modell. Die wurden dann nach England geschifft und wurden dort präsentiert, die englische Version, die deutsche Version und dann kamen die Amerikaner. Und die Amerikaner hatten natürlich eine Version, die dem Package nicht entsprach, wie immer. Ne? Das Ding war flach wie eine Nudel, ne? Breit und im Grunde genommen außerhalb der Vorgaben. Ne? Wenn Sie einmal mal so eine Präsentation mitgemacht haben, wie ich in Amerika mitgemacht habe, Sie glauben es nicht, aber deswegen sehen die Dinger so aus, auch heute noch. Gut. Und dann wurde das Ding natürlich in der Thematik, wurde das übernommen und ob das Package gepresst, das war dann der Capri. Und dann wurde ich nach USA geschickt und ging durch alle Studios durch, habe im Mustang-Studio gearbeitet, im Cougar-Studio, im Porsche, im Truck-Studio, war eine tolle Zeit. Kam zurück und surprise, surprise, ich wurde promoted als Design-Executive. Ja. Mit zwei Studios, eins in Deutschland, Advanced Exterior, und in England, Pre-Program Interior. Und Ford hatte eine Gulfstream. Und dann flog ich dann alle zwei Wochen rüber in das Interior-Studio und hier im Ding. Und habe dann gearbeitet, Vormodelle für Granada, Konsul, Taunus etc. etc. War eine tolle Zeit, die aber, ich würde sagen, kaum zu tragen war. Mit Amerikanern zu arbeiten, kann ich sagen. Sie kriegen nie die Hände auf den Tisch.
Weil schon damals lernte ich, wie entschieden wurde, nicht? Indem im Grunde genommen nicht entschieden wurde. Mhm. Nicht? Es wurde an Massenfertigung an Skizzen gemacht. Und dann wurde eine Präsentation, das waren Wände, die waren so lang wie diese Wand hier, weiß, angeschrägt. Und davon gab es 6 Stück und die waren voll geheftet mit ihren Würfen. Und da kamen die großen Herren rein mit ihren Zigarren und erhielten sich über Golf, über Grillpartys und ich weiß nicht was mit den Themen. Marschierten an den Dingern vorbei und unterhielten sich da. Nicht? Und irgendwo wurden die mal zu rufen, wie gesagt, Gentlemen, how about that? Nicht? Und dann, well. Und dann die Engländer dazwischen und die Amerikaner. Und da habe ich Szenen erlebt, ich meine, das könnte eine Satire-Sendung sein. Und für mich war sehr schnell klar, Hans A., das ist ja nichts. Wenn wichtig war, dass die Chromstäbe so hingesetzt und so breit, damit sie Licht auffangen, habe ich mir gedacht, worum geht es hier eigentlich? Bauen wir Autos oder bauen wir Modeschmuck? Aber das erklärt vielleicht auch, dass bei amerikanischen Autos jedes Jahr ein Grill oder die Lampen oder irgendwas geändert wird. Weil die wahrscheinlich diese Masse an Entwürfen haben, keine Entscheidungsfreudigkeit. Ja, ich habe es miterlebt. Wir haben für einen Lincoln, da kam sie plötzlich auf die Idee, die Venetian Blindfolds, wissen Sie, was das sind? Das sind in den alten Galeeren, in den Kutschen, hatte man solche Vorhänge, ja, wo man zwar von innen außen gucken, aber kaum von innen rein. Nicht? Ja, okay, ja. Jalousien nennt man das, ja? So. Und früher hatten ja die Autos zur Entlüftung, hatten die eben diese Louvers auf der Haube und es gab seitlich ja immer Luft rein. Also ein ganzes Programm, man wollte also einen Classic-Look haben. Und ein Lincoln ist ein 8-Meter-Auto, nicht? Und alleine, wenn Sie da einen Entwurf machen wollen, kriegen Sie das Package unten drunter und Sie haben Ihre Skizzen und Ihre Renderings. Und dann haben Sie hier das Package mit dem Radstand und die Höhe eingegeben und das Lenkrad. Und jetzt müssen Sie die Mittellinie nehmen, die man ja am Auto nie sieht. Man guckt ja ein Auto immer perspektivisch an. Die Mittellinie sehen Sie ja gar nicht. Ne? Also von vorne bis hinten können Sie ja gar nicht erfassen. Und dann haben Sie Tape, 3 mm, 6 mm und auch 2 mm. Und dann fangen Sie vorne an zu tippen, Dings. Und dann gehen Sie mit dem Ding über die Schulter und ziehen das Tape und gucken Sie. Und dann pinnen Sie es mal mit dem Finger vorsichtig an, bis Sie hinten angekommen sind. Ne? Also macht man an so einer Wand tatsächlich die Linie von so einem Auto? Okay. Und dann ist der Trick, und dann geht man mit der Wange ran und guckt, und dann können Sie genau sehen, ob Sie ein Pückelchen drin haben oder eine Mulde drin haben. Und dann gehen Sie mit dem Exaktomesser kurz drunter, heften es an und dann gucken Sie wieder. Und somit stellen Sie ein ganzes Auto dar. Und die Räder wurden separat gemacht und die wurden dann dagegen gestellt. Dann später haben wir mit Folien gearbeitet, sodass man praktisch einen Schatten mit reinbringen kann. Mhm. Und wenn Sie reinkriegen und dahin kommen, haben Sie das Gefühl, das ist ein Auto. Dann gab es sogar Renderings, die wurden mit Spritzpistolen, nicht? Also farbig angelegt. Haben wirklich ein Gefühl gehabt, da steht ein Auto. Ja, Wahnsinn. Das muss man mal handwerklich auch können. Und nun gut, und da haben wir also Louvers gemacht. Und da haben wir wirklich 6 von diesen Dingern gehabt. Und war eine Präsentation. Und dann kam also mein Designmanager zurück und der schwitzte immer so. Der hatte immer Morgan Sword. Ich saß an seinem Tisch unten drunter. Und wir Designer unterhielten uns nur mit all diesen Werbeslogan, die in Amerika, nicht? Und Mordenslow hatte auch so ein gewissen Ding. Also wir haben uns an sich unwahrscheinlich amüsiert. Es war locker, es war aufregend. Jeder geänderte Zeichenstil
keiner der unterschiedlichen Studios durfte in das andere Studio rein. Ne? Das war echt streng. Aber immer wenn eine Präsentation war, und die wurde vorbereitet, dann ging einer von uns immer auf die Toilette in den Gang und dann sahen wir, welche Technik das Lincoln-Studio hatte, welche Technik das Mustang-Studio hatte. Und da kam mir so ein gesagt, die machen das alles auf Cansonpapier mit Stiften. Also fingen wir an mit Dingen. Ein anderer machte das mit Tempera-Farben und so. Also es war schon die ganz große Freiheit, aber wie ich schon gesagt habe, da kommt nichts bei rum. Ja, und dann kam der zurück und ich sagte, wie war's? Und sagte, Jim, was heißt nicht gut? Was akzeptiert? No. Und ich sagte, willst du mit mir erzählen? Da ist nichts dabei gewesen? Nein. Da hat mich dermaßen aufgeregt und hat er gesagt, Hans, you know what? Du machst jetzt hier Schluss, gehst nach Hause, gehst mit Judy shoppen, kommst morgen früh um 7 wieder, machst nochmal, um 2 Uhr haben wir die nächste Präsentation. Da habe ich mal gelernt, auch schnell zu arbeiten. Mhm. Was ich gemacht habe, ich bin natürlich nach Hause gegangen, ich war aber schon um 5:30 im Studio, habe die ganzen Dinge von den Wänden runtergenommen, habe manchen einen anderen Rahmen verpasst, habe sie anders aufgehängt. Beim Militär gibt es das nicht. Schokokekse gereicht. Mit dem Waffen, nicht wahr? Der guckt rein und sagt, Sauereien, oh Mann, nicht wahr? Und der Feldwebel verlässt die Stufe nicht und die Kameraden fragen, ja, was machst du jetzt? Und sagt er, gar nichts. Hm? Hat das Gewehr in die Ecke gestellt. Beim nächsten Check kam der wieder, nicht, nahm das gleiche Gewehr, guckte rein und sagte, warum nicht gleich so? Und ich dachte, gar nicht mal. Und die fanden was. Ne? Und das sind so Dinge, die haben sich bei mir festgesetzt. Und als sich das bei Ford nicht änderte, wir hatten dann so einen großen Vortoner, Joe Orris hieß der Knabe, Ford hatte die Karosseriefirma Ghia aufgekauft. Mhm. Und der Designer hieß Sapino. Und wenn Orris angemeldet war und wir saßen also schon im großen Meetingraum, kam Orris an mit einer riesen Rolle unterm Arm und sah, hi guys, und wir sollten das mal aufhängen und wurde das aufgehängen. Und da hat er uns erzählt, er wäre also erst nach Turin geflogen in seinem Sapino und er hat großartige Arbeit, so ähnlich wie Trump argumentiert. Ne? Und dann gucken wir uns das Ding an, hatten wir auch in der Mehrzahl amerikanisches Management. Nicht? Wir sprachen ja nur Englisch, nicht auch Deutsch untereinander, nur Englisch. Bei Ford, ja. Bei Ford. Okay. Und dann sagte der eine, ja, aber das ist ja ein Sportwagen und das Package stimmt ja gar nicht, nicht? Und dann erzählte uns auch, das interessiert ihn gar nicht, so hätte das Auto auszusehen. Wir sprachen dann auch von einer Limousine, einem Konsul. Und zu der Zeit gab es 3 Gründe. Erstens, BMW baute wieder Motorräder, 69. Und da habe ich gesagt, das ist was. Zweitens, das Wetter im Rheinland war so bescheiden, dass meine Frau konnte nicht maulen. Und drittens, alle unsere Freunde waren in Bayern. Und wir fuhren in unserer Freizeit, fuhren wir nach München, um die Freunde. Also die 3 Gründe. Und ich hatte mit NSU ja sehr lange und erfolgreich gearbeitet. Das war ein Herr Westrup für PR und für Marketing. Den rief ich an und sagte, ich brauche einen Kontakt zu BMW. Und den kriegte ich. Kriegte einen Termin bei Vorstand Oswald, Vorstand Technik Oswald. Und dann flog ich hin, wurde begrüßt. In 20 Minuten war ich Chefdesigner Interieur. Bei BMW? Bei BMW. Boom. In welchem Jahr war das? 1971? Das war 1971. Zogen wir hier runter. Und dann hatte ich nun erstmal meine Füße mal bei BMW drin. Und nach 2 oder 3 Wochen, kann auch 4 Wochen gewesen sein, als ich mich so einigermaßen im Nest festgetrampelt hatte und erstmal festgestellt habe, dass die alle auf Rechenpapieren arbeiten und es nur Seitenansichten gab
und eine Front- und eine Heckansicht mit der Spritzpistole. Und ich habe Renderings gemacht in den USA. Solche Größen. Und mein erster Auftrag war das Interieur vom 5er BMW, der damals rauskam. Und dann machte man sich eine perspektivische Zeichnung von dem Interieurraum, Sitze, Seiten da, eine Türpanel und so weiter. Und dann geht man in die Druckerei und lässt sich, sagen wir mal, so 10 Kopien machen. Und dann hat man schon mal, muss man das alles wieder neu zeichnen und dann machen sie ihre Variationen drauf, nicht? Verschiedene Sitze und so weiter. Ah, okay. Und ich fing an in irgend so einer Ferienzeit, ich war fast alleine in dem Studio. Und dann habe ich dann die mit Tesafilm an Rauputzbände, nicht? Und haben gesagt, wo bin ich angekommen? Mein Gehalt war ein Drittel von dem, was ich bei Ford hatte. Bei Ford hatte ich 2 Leasecars, eine Sekretärin, einen Pensionsvertrag. Kann man sagen, was man da in den 60ern bekommen hat? Da habe ich meine 4.000 Mark gehabt. Das war aber eine stolze Summe zu der Zeit. Das war eine stolze Summe, wenn nicht sogar mehr. Und das habe ich alles in die Wind geschossen, um, sagen wir mal, nicht weiter zu trotteln. Ich habe dann später meine Kollegen getroffen auf irgendwelchen Autosalons. Nicht? Arme Würste, alleine was der eine aus dem Mustang gemacht hat. Unglaublich. Und nein, ich habe es angenommen und dann bin ich... habe ich mich gefragt, wo ist hier eigentlich die Motorradentwicklung? Über uns. Bin in der Mittagspause hoch. Und das ist ein Herr Hans Günther von der Marwitz, auch Preuße. Es gab 3 Preußen, von der Marwitz, von Kuhnheim und Herr Muth. Von Kuhnheim, der Vorstandsvorsitzende. Ja. Ja, ja, ja. Alles Preußen. Okay. In Bayern. Gut, und dann war Mittagspause und ich habe gelernt, bei geöffneten Türen klopft man nicht, sondern man macht sich bemerkbar. Und dann sagte er, ja, das wird's. Wer sind Sie? Ich sage, ich bin Hans Ammuth. Was machen Sie? Ich sage, ich arbeite unter Ihnen und bin ein Frischling hier. Ich bin verantwortlich fürs Interieur. Ja, und? Ja, ich sage, ich habe eine Frage, bitte. Wer ist denn eigentlich für das, wer designt hier eigentlich die Motorräder? Wir, warum? Ja, ich sage, so sehen sie auch aus. Dann zurück. Also wir waren die Techniker, oder? In dem Fall, also die Ingenieure. Das war alles zack, 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 zack. Lieben Sie Motorräder? Ja. Fahren Sie Motorräder? Ja, dann machen Sie es. Also ich hatte praktisch einen zweiten Job an der Backe. Das wurde dann auch schriftlich mal festgelegt. Die Bezahlung war nur fürs Interieur. Ne? Ich hatte also 2 und musste mit meinem Chef, das war der Herr Hofmeister, der berühmte Mann mit dem Hofmeister-Knick in der C-Säule, ein Westfale, sehr distanziert, nur immer so sprach und nie mit dem Namen anredete. Er sagte immer, der mit dem dicken Kopf soll kommen. Der hieß aber Biedemann. Der war natürlich dagegen, dass ich nun auch noch Motorrad arbeite. Tun Sie es weg. Sie wissen doch, was Sie tun müssen. Nicht? Ja, ich muss doch mal das auch tun. Also ich musste jedes Mal, wie er reinkam, nahm ich das eine vom Tisch und das andere lag wieder auf dem Tisch. Nun gut, beim Interieur fing ich an mit diesen Flügeltüren-Studio, was er mit dem berühmten, zu dem Fahrer geneigten Armaturenbrett hat, was ja dann in die Serie übernommen wurde. Dann ging es in die gesamte Automobilfirmen, wurde es übernommen. Also das war Ihre Idee, dieses fahrerorientierte Cockpit, das jeder BMW bis heute hat? In 20 Minuten habe ich das Ding entworfen. War auch eine tolle Zeit, weil damals war für das Exterieur hatten sie einen Franzosen, Monsieur Braque. Ja. Und er war ein Designpoet, nicht?
alleine die Eigendarstellung, so eine runde Brille und dann dieses Deutsch-Französisch, was er sprach. Wir kannten uns, weil er war vorher bei Mercedes und zeichnete alte Autos. Ich zeichnete auch alten Autos. Wir kannten und schätzten uns gegenseitig. Und er wusste von nichts. Die haben mich angestellt als Chefdesigner fürs Interieur. Das war für sie Brax auch. Gehörte auch zu ihm, man hat ihn gar nicht informiert. Achso, er war Chefdesigner insgesamt und natürlich Interieur dazu. Das ist dazu, die Personalpolitik von BMW ist, glaube ich, immer noch so. Ne? Hat sich nie geändert. Und der kam rein nach die Fail und sagte, bisschen Mut, was machen Sie hier? Und da habe ich gesagt, ich bin das und dann, das mache ich. Da habe ich gesagt, müssen Sie meinen Hofmeister fragen. Ne? Der kam aber ganz gut zurecht. Ich nannte ihn immer Maitre. Und also Maitre kam irgendwie kurz vor der Mittagspause hoch aufgeregt rein und sagte, Missy Mut, wir haben um 2 Uhr kommt der Vorstand. Wir wollen Ihnen zeigen, das Turbo-Projekt. Und haben Sie die Entwurfskizzen für das Interieur? Ich sage, Monsieur, was ist ein Turbo? Was? Sie wissen nicht? Kommen Sie mit, dann zeigt er mir in seinem Studio diese ganzen Autoentwürfe. Ich sage, Maitre, ich habe keine Ahnung, was Sie hier. Ja, was machen wir? Ja, Blamage, Blamage. Ich sage, Maitre, gehen Sie Mittagessen, ich kaufe mir einen Kaffee. Um 2 Uhr haben wir was. Also er marschierte weg, sehr, sehr nervös. Ich kaufte mir wirklich einen Kaffee, ging an meinen Tisch, nahm den großen Block raus. Vellum Papier, alles noch aus Amerika, Stift aus Amerika. Das ganze Artmaterial, was wir bei Ford in Deutschland kam, alles aus Amerika. Auch die Kreiden, waren die gleichen wie die Farbstifte. Es war eben professionell. So was gab es bei BMW nicht. Das habe ich dann alles eingeführt. Der arme Kerl mit der Spritzpistole, nicht? Und dann mit einer puren Seitenansicht. Da sage ich auch noch was. Also gut. Da habe ich gesagt, ein Sportwagen, ein Fahrer, ein Coupé war ja auch diese Sicherheitsphase, wo Amerika anfing auf die Sicherheit. Dann kamen wir alle mit solchen Stoßstangen. Und dieses Coupé war einmal, weil ja Olympia war und der Vierzylinder wurde ja hochgebaut. Und den sah man ja nun, wenn man die Olympia besuchte, wurde man BMW konfrontiert. Also die wollten ein Showmodell haben, wollten zeigen, dass man auch einen Wagen, der diesen ganzen Sicherheitsrichtlinien entspricht, dass der auch eine gewisse Ästhetik, Eleganz und Dramatik beinhalten kann. Das war dieses Ding. Also ich habe mir ganz schnell gesagt, ich sitze in diesem Auto und im Grunde ein Sportwagen ist mein Auto. Wer daneben sitzt, ist im Grunde genommen völlig nebensächlich. Nicht? Der fährt mit oder darf mitfahren. Und wenn ich hier drin sitze und ich habe hier so eine Flunder, meine Arme sind so gebaut und nicht so. Und war für mich völlig logisch. Und dann habe ich die ganzen Instrumente eingeteilt in Primär, Sekundär, Tertiär. Also was brauche ich generell, was brauche ich dann und was brauche ich dann? Und dann gab es hier eine Check-Konsole, wo ich nachvollziehen konnte und es auch berühren. Das Erste, was damals war, wurde entwickelt zusammen mit der Firma Motometer, glaube ich. Die Check-Control, die berühmte, die dann im Sechser wurde. Ich habe das dann danach. Diese ganzen kleinen Lichter, die immer abwechselnd mal angingen, auch wenn die kaputt war, weil die Elektronik gesponnen hat. Also gut, und das Ding, ich machte einen Entwurf. So, und dann kam also nicht um 2 Uhr, um 2:30 ging die Türe auf und Herr Oswald kam mit seinen ganzen Kollegen von Vertrieb und Finanzen, kam rein, auch mit Herrn Hofmeister. Und Herr Oswald wollte also sofort, und Herr Lutz, und Herr Oswald wollte sofort also auf meinen Tisch zu und wurde aber von Herrn Hofmeister, also wir fangen hier an. Nicht? Also, aber Oswald ließ sich nicht wenden, kam auf meinen Tisch, begrüßte Wort, nahm mir diesen Dings, sagte, und so meine Herren, und so sieht das Interieur von der Studie aus. Und Herr Muth hat genau das gemacht, was ich will.
Aber Sie wussten vor 20 Minuten vorher? Nichts. Kein Briefing, nichts? Na, nichts. Ja. Und so wurde das Ding umgesetzt. Und damals war ein Zeitfenster, das war also schon angeknackst, war schon geöffnet, muss ich so sagen. Und dann hatte ich schon von Ford Erfahrungen mit Schaum. Mhm. Dann habe ich gesagt, wenn wir jetzt mit Clay anfangen, also mit Ton, das wird eine lange Angelegenheit. Das machen nur Designer, die nicht wissen, was sie wollen. Also ich war schon immer mit meinem Ton sehr forsch und aggressiv. Aber ich habe mir nie was wegnehmen lassen. Ich habe es dann auch immer bewiesen. Und habe gesagt, wir machen es mit Schaum. Erstmal große Fragezeichen ab hier. Habe gesagt, dort und dort, die und die Dichten, dort und dort bekommen wir ihn. Der wurde angeschafft. Das war das erste Auto bei BMW, was wir mit Schaum fertigen. Also aus den Schaumblöcken rausgekratzt. Mhm. Wenn man weiß, was es ist, hervorragend. Vorteil, man kann es mit so einer Grundierung überziehen, man kann es lackieren. Es ist nicht wärmeresistent. Nicht manchmal führt man ja die Autos draußen im Hof vor und wenn sie Klee haben, dann schmilzt die. Nicht? Ja, okay. Und wenn sie da eine Folie drauf haben, um es farbig zu machen, die kriegen sie nicht wieder runter. Mhm. Skandal. Mhm. Und so wurde das Ding gebaut. Unglaublich. Das ist, ganz kurz für Leute, das hat jeder vor Augen, das Auto. Das ist der Vorgänger vom M1, so ein bisschen optisch. Richtig. Und nein. Das ist so in so ganz tollen Orangetönen gezeigt. Ja, nein, der war in Rot und er hatte wegen der Sicherheit, ja. War der vorne mit dem Feuerwehrrot. Genau, ja. Ne? Und hinten auch. Bertone hatte mal eine Studie, Scarabeo hieß das Ding. Das war ein ungetüm Auto mit auch Lamellen hinten drin, war so ganz in meiner Richtung. Und der war hinten grün und vorne auch hatte er rot, aber nicht so intensiv rot. Die Idee war, wenn ich in den Rückspiegel komme und sehe den roten, das heißt Gefahr. Wenn ich grün sehe, heißt er, der haut ab. Okay. Und Brack hat also dieses Rot genommen und da gibt es auch eine schöne Geschichte, als wir dieses Modell fertig hatten, sollte das rüber in den Olympiapark vor der Olympischen Spieleröffnung, sollte dort ausgestellt, fotografiert werden für ein amerikanisches Magazin Automobil Quarterly. Mhm. Also das Auto wurde verladen und Design kriegte den Auftrag, das alles zu arrangieren. Und ich suchte dann zwei Modelleure raus. Die sollten schon mal mit dem LKW mitfahren. Ich komme mit eigenem Auto hinterher. Ich hatte noch ein Meeting. Und ich war kaum die Meeting, das Telefon. Und Herr Muth, Sie müssen dringend kommen. Ich sage, was ist denn? Ja, wir hatten einen Unfall auf der Kreuzung Frankfurter Ring, Hufelandstraße. Da ist er noch, wurde noch über die Kreuzung drüber und dann gebremst und hat sich das Auto und dann mit dieser roten Feuerwehrroten Nase, alleine das Lackieren war schon eine Sache, nicht? Von der und vorne gegen die Wand. Ach du Scheiße. Also ich rübergefahren, habe mir noch zwei Leute mitgenommen und dann das Material, Spritzdosen und Spachtel und so weiter. Und dann fingen wir an, im Olympiagelände das Auto zu reparieren und über zu pinseln. Wir waren kaum fertig, guckte ich so und da kommt Herr Ost, Vorstand Oswald, mit diesem amerikanischen Journalisten an. Und ich sehe den Oswald mit solchen Augen. Herr Muth, was ist hier los? Dann habe ich gesagt, Herr Oswald, ich darf Ihnen berichten, dass das Modell den ersten Crash sehr gut überstanden hat. Hat ja gepasst, ne? War ein Sicherheitsauto. Ja. Und Sie haben auch alles wieder so lackiert bekommen, dass man es nicht gesehen hat? Wir haben es wieder so, dass es fotografiert werden konnte. Das wurde auch so fotografiert. Ich hab die Ausgabe von der Dings noch.
Und dann wurde er später nochmal nachlackiert. Ne? Aber der machte Furore. Und statt dieses Auto dann zu übernehmen, ging man aber dann zu Giugiaro und ließ sich dann den M1 machen. Mhm. Der M1 war nicht so dramatisch, er war ein Giugiaro-Auto. Giugiaro hat eine ganz eigene Handschrift, wie es Pininfarina hat. Und dem bezahlte man einen Haufen Geld. Aber auf der anderen Seite hat BMW in seiner Autogeschichte immer wieder sich Anleihen aus Italien geholt, was viele gar nicht wissen. Also sie haben alle ihre Pfoten drin gehabt. Bertone und Farina und Michelotti, selbst Giugiaro auch, später dann mit dem M1. Nun gut, aber das war dann mit dem Motorrad und das erste Motorrad war die an der normalen Maschine habe ich ein bisschen rumgefummelt, um mich anzuwärmen. Und dann kam die R90S und das Problem war, BMW hat sich ja wieder auf den Motorradmarkt gewagt, war natürlich hoffnungslos unterlegen, alleine im Preis gegenüber der japanischen Konkurrenz. Man hatte eigentlich nur die, also ganz kurz, weil das jetzt ein großer Sprung war, Motorrad, das war parallel zu dem Turbo-Modell, ja, ne, zum Turbo-Innenraum, okay. Und man hatte nur die japanische Konkurrenz im Auge, die englische Konkurrenz war da schon nicht mehr so groß, oder? Nein. Das war kein Thema mehr. Die Engländer, wie die Deutschen, hatten ja ihre Motorradaktionen alle, entweder sind sie eingegangen und in Deutschland hat man sie ja irgendwo in die Welt verscherbelt. Und die Japaner haben natürlich vieles übernommen, nicht? Und das heißt ja nur immer, die Japaner kopieren, was einfach unfair ist. Die Japaner haben schon frühzeit in ihrer Geschichte, auch da muss man wieder mal in die Geschichte gucken, haben die Japaner Boote gebaut, die kleiner waren, viel schneller und unkomplizierter als die Schiffe, mit denen die schwarzen Schiffe, mit denen früher so die Spanier, die Portugiesen sich an die japanischen Küsten trauten. Und die strandeten natürlich manchmal und das Zeug wurde da eingesammelt, wurde studiert und dann wurde manches nachgebaut, nicht? Weil es einfach logisch war. Die Japaner haben das Motorrad genommen. Sie haben natürlich erstmal ganz klar erstmal das gebaut, nachgebaut, was da war. Aber sie haben es dann kultiviert, sie haben es verändert und sie haben aus dem Motorrad ein Massenprodukt gemacht. Mit vielen unterschiedlichen Equipment, Motorenauswahl. Es gab Farben, es gab Formen, technische Dinge, doppelte Scheibenbremse gab es bei uns nicht. Vierzylindermotor gab es im Auto, nicht im Motorrad. Und BMW hatte den Boxermotor. Und da war die Aufgabe, was können wir machen? Wir können eine Honda 14 nie nachbauen. Wir können es, aber die wird doppelt so teuer. Also was machen wir? Und auch die Zusammenarbeit war eine direkte. Da gab es den Herrn von der Marwitz, den Chef der Entwicklung. Und der Helmut saß mit ihm am Tisch und zwei von seinen Technikern. Dann hat er gesagt, was können wir machen? Und dann machte Herr Muth, entwickelte ein Konzept. Und das Konzept war auch schon mit einer gewissen Konzeptphilosophie. Und hier ging es nicht um Formen, sondern erstmal, was können wir gegenüber dem japanischen Wettbewerb gegenüber tun? Wir können uns auf das besinnen, was wir haben. Wir haben die Tradition, wir haben das Motorrad, das 1917. Wir haben einen Motor, der auch Geschichte hat. Wir haben Qualität, wir haben Handarbeit, alleine die handlinierten Zierlinien am Tank und am Kotflügel. Da gab es Damen aus Jugoslawien, die besonders geschickt waren, mit dem Schlepppinsel in zwei Linien zu ziehen. Eine dünne Linie parallel zu einer etwas dickeren Linie. Ja, das wurde händisch aufgemalt. Ja. Wahnsinn. Und da haben natürlich die Japaner schon gestaunt, nicht? Sie waren in der Fertigung. Das lernte ich ja dann in meiner Japan-Zeit kennen.
Gut, da haben sie gesagt, wir müssen dem Motorrad einfach diese Qualität und wir müssen die Tradition nehmen und müssen sie in eine neuere Zeit bringen. Und ich habe gesagt, ein Motorrad braucht ein Gesicht. Ein Motorrad war früher, von vorne war es, man sah den Lenker, man sah was Rundes, es war die Lampe und man sah das Vorderrad mit Kotflügel. Und rechts und links waren die dicken, warmen Fußrasten, der Boxermotor bei der BMW. Ja, stimmt. Alles. Ja. Und habe gesagt, normalerweise, es braucht ein Gesicht. Aber und gerade die Linie beim BMW-Motorrad durch den Boxermotor hat ja schon was ganz Charakteristisches. Ja. Dieser optisch tiefe Schwerpunkt, ja. Das hat ja schon was Besonderes. Ne? Ja. Und wissen Sie, dass man mit einem BMW-Motorrad hervorragend Kurven fahren kann? Ja, ja, klar. Warum? Außer bei zu starker Schräglage, dann naja, setzt er dann weiß man, wo endet. Ne? Nein, weil die Kurbelwelle ist, ne? In der Mitte liegt, ja. Können Sie, ja, die Massen können über diesen Drehpunkt und deswegen können Sie mit einer BMW weißer tanzen. Mhm. In den Kurven. Mit der R90S waren wir im Windkanal, mit der R100S im Windkanal und hat mir unsere Maschinen mitgenommen und dann sind wir 11 Stunden Motorrad gefahren. Da haben wir die Versuchsfahrer von BMW, haben mir das Motorradfahren beigebracht. Wenn in den können. Alpen rum. Ja. Haben wir Maserati gejagt, fünf geschlagen. Und während, wenn Sie die Kurbelwelle in der Richtung haben, müssen Sie den ganzen Vierzylinder über die Achsen drüber. Ne? Ja. Schwierig. Gut. Und da habe ich gesagt, das Motorrad braucht eine einen Zusammenhang zwischen Front und dem Heck. Und diese Integration, also Kentaur, was ich ja schon erwähnt habe. Und dann entwickelte ich die sogenannte Flyline. Es gibt ja also eine Highline in den Städten. Und ich nannte das eine Flyline. Das heißt, die Integration, die formale Integration von Front über den Tank, Sitzbank bis zum Heck. Das war das eine. Das andere war, er kriegt den größeren Motor. Das war die Forderung von Herrn Lutz, der von General Motors Opel kam, ein begeisterter Honda-Fahrer, Pilot war, hat einen Vierzylinder, die musste er ja aber da stehen lassen. Und beim BMW kam er, und da gibt es auch eine sehr nette Geschichte, da gab es also nur 750 Kubik, und da hat er gesagt, geht gar nicht, wir brauchen das Gleiche, was Honda hat. Und Kawasaki etc. Also haben wir ihm 900 gegeben. Und das nächste war dann die Farbe. BMW-Motorräder waren schwarz mit weißer Linie. Und ich wurde immer schon bei der Entwicklung vom Vertrieb gesagt, Herr Muth, welche Farben haben wir? Und die haben mich also dermaßen immer genörgelt. Ich habe gesagt, bitte warten, erst mal das. Und dann die Farbe. Ja, wir wollen das bieten und so weiter und so weiter. Ich glaube, auf jeden Fall, grün wird es nicht. Aber es kam natürlich dann die Farbe. Da habe ich überlegt, schwarz haben wir, aber es geht nicht. Silber. Silber ist eine Designfarbe. Alle Modelle werden immer in Silber gemacht, damit man bei der Entscheidung nicht durch eine Farbe, die man mag oder nicht mag, beeinflusst wird. Mhm. Aber Silber ist auch, man sagt ja, den Silber schleifen am Horizont. Es ist für mich eine Zukunftsfarbe. Mhm. Wenn Sie also in den Weltarm aufbrechen und Sie haben also eine schwarz gefärbte, schwarz angemalte Rakete, wenn die oben ankommen, ist die Farbe weg und unten drunter haben sie das pure Metall. Nicht? Das ist Silber. Da habe ich gesagt, gut wäre eine Mischung zwischen Schwarz und Silber. Da bin ich zu Herr Bohl gefahren. Das war damals der Lacklieferant. Später wurde Herr Bohl in die BASF eingegliedert. Und mit denen habe ich, glaube ich, 14 Tage im Labor rumgemixt und versucht. Bis wir auf eine besondere Farbgebung, also eine Farbmischung und auch wie sie lackiert wird und wie wir sie ineinander lasieren. Und dann gab es die sogenannte Silberrauch, das war die durchgehende Maschine. Das heißt, die Maschine war von vorne Silber und ging dann in das Schwarz über. Das war also das Klassische. Verbunden mit dem Neuen. War das nicht irre aufwendig zu lackieren? Ja, natürlich. Das Motorrad war natürlich, haben wir einen Prototyp hingestellt, der wurde präsentiert, ist auch im Buch drin.
Und großer Applaus vom Vorstand. Und dann wurde das Motorrad am nächsten Tag dann denen präsentiert, die es nun fertigen müssen. Und dann kam ein Berliner Werksleiter und guckte sich da an und sagte, na, Mensch, muss da sagen, was schön hin, aber wer soll denn das bauen? Na, ich sage, Sie. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Na, ich sage, ganz einfach. Das können wir nicht machen. Wissen Sie, wie lackiert wird? Na, ich sage, kannst du dir schon vorstellen. Ja, aber doch so nicht, das sind ja Einzelstücke. Na, ich sage, so ist es an sich gedacht. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Ich sage, wissen Sie was? Wie finden Sie es? Mögen Sie es? Ja, fantastisch. Das dann machen wir. Ich sage, ich mache einen Vorschlag. Ich komme nach Berlin und ich rede mit Ihren ganzen Lackierern und wir nehmen uns ein paar Tage Zeit. Abgemacht. Gut, wurde ein Termin bestimmt. Dann bin ich mit dem Auto nach Berlin gefahren, aber Umweg über Würzburg zu Habol. Dort habe ich eingesammelt Feuerzeuge, Kugelschreiber, Mützchen, Kappen, T-Shirts, was man an Werbegaben hatte. Mit den Tüten kam ich an und die Lackierer waren also schon alle zusammen in der Cafeteria und dann kam Herr Mutter. So, meine Herren, hier kommt der Meister, nicht? Der wird euch was erzählen. Nicht? Er erzählt ihm auch mal was. Nicht? Und dann habe ich ihm erzählt, wie ich dazu gekommen bin, was das für einen Hintergrund hat und habe gesagt, die Formel ist ganz einfach. Bis heute wart ihr Lackierer. Ab morgen werdet ihr Künstler. Und dann habe ich mit ihnen eine ganze Woche lang das eingeübt. Haben Sie vorlackiert? Und da habe ich gesagt, die Gefahr war, wie sollen wir das hinkriegen, dass eigentlich alles genauso aussieht. Da habe ich gesagt, es muss nicht genauso aussehen. Jedes Motorrad ist ein Unikat. Es ist unterschiedlich. Manchmal ist das Silber etwas höher, ja. Bloß die Übergänge müssen stimmen. Die Verläufe, es darf kein abrupter Übergang von Silber auf Schwarz geben. Mhm. Es muss ineinander sich hineinnebeln und so weiter. Dann kam die Handlackierung dazu, das war ja nichts Neues, etc. Und so lief die ganze Sache an. Das Motorrad wurde vorgestellt im Jahr der Ölkrise. Da stellte auch der BMW 2002i Turbo vorgestellt. Mit dem spiegelverkehrten Schriftzug vorne. Ne? Ja. Das hat Herrn Lutz den Job gekostet. Weil auf der Autoschau und der IAA haben die Journalisten natürlich auf dieses Modell in der Ölkrise und sowas zeigt BMW. Aber die Kunden fanden es gut. Natürlich. Das ist ein großer Witz, ne? Ja. Ja. Und zugleich wurde die A90S, und da hieß es schon, ein Motorrad in den Zeiten, könnt ihr vergessen. Es wurden 8 Stück geplant pro Tag. 80? 80. Ja, wurden es dann. Das Motorrad war überhaupt der Hammer. Bis heute noch gilt es als das schönste Motorrad. Es ist mittlerweile eine Ikone. Und die Sammler weltweit pflegen und hegen es. Und ich muss es beurteilen in diesem Treffen. Die haben sie nachlackiert, ob das so stimmt, etc. Hat Sinn gemacht und die Japaner kriegten einen riesen Respekt davor und die Botschaften, ich hatte dann die Gelegenheit, die Firma Suzuki bei BMW als Gastgeber zu haben. Es waren immer diese Gegenbesuche, nicht? Also Honda lud BMW ein, BMW die Honda ein, Honda bei Kawasaki und so weiter und so weiter. Und ich kriegte dann die Suzuki-Leute als Gastgeber, die sollte ich dann praktisch als Gastgeber fungieren. Die Erklärung war aber, kam ich später dahinter, das Management hat sich geschämt, die Amerikaner, die Japaner, in diese alten Fabrikanlage, was BMW noch hatte. Wo oben
wenn also die aus der Spritzpistine kamen, also zum Trocknen, ich war, rieselte oben der Kalk und der Dreck runter, nicht? Also mit Nacharbeiten und so weiter. Und ich habe den Japanern... Kann froh sein, dass BMW kein Fleischfabrikant war. Ich habe den Japanern verkauft, diese Enge und diese Handarbeit. This is European German BMW Tradition. Und so lernte ich die Firma Suzuki kennen. Mhm. Und wir tauschten uns aus, Mechis, und es gab also Weihnachtsgrüße und Ostergrüße. Und als ich der 79 BMW verließ, waren 3 Wochen später, kriegte ich einen Anruf hier von der Münchner Dependance, bei der Importeur, ob ich Lust hätte zu einem Gespräch mit einem Suzuki-Manager. Und so begann ich dann 1979 schon meine freiberufliche Zusammenarbeit für Suzuki, mit denen ich dann 10 Jahre lang für die gearbeitet habe. War alleine 10 Jahre lang in Japan. Ja, Wahnsinn. Hin und her geflogen. Ich bin 67 Mal hin und her geflogen. Mir gehörte eine Tragfläche des Wissens. Ja, aber so circa. Ne? Sie haben nach der R90S noch die R100 gemacht. R100 RS, das war die erste serienmäßig vollverkleidete Maschine. Das genau. Und das ist also jedem bekannt. Also ich muss noch mal dazu sagen, ich habe es Ihnen eben auch schon gesagt, ich bin kein Motorradkenner und diese ganzen Typenkürzel. Aber mit dem Motorrad bin ich als dem Polizeimotorrad aufgewachsen. Ja. Das ist so das Ding, ne? Voll verkleidet, hinten die Koffer das dran. Das war aber die... Das war das Schwestermodell. Es gab erstmal die R100 RS, das war die sportliche Maschine. Und dann gab es, weil ich die Verkleidung modular ausgelegt hatte, weil ich wusste, da kommt noch was, konnten wir 2/3 von der RS übernehmen und für die Tourenversion wurden dann der Rest noch umgeändert. War natürlich, weil die Verkleidung war eine modulare Verkleidung, die hatte sogar einen ganz speziellen Namen, wurde in Norddeutschland gefertigt, war stinkteuer in der Fertigung. Und da gab es auch etwas, was meine Arbeiten sehr, ich bin jetzt nicht Herr Trump und sich selber zu loben, aber das ist schon, gehört mit zum Design, was viele nicht wissen. Die denken immer, Designer, der sitzt bloß da und macht hier bombastische Gemälde à la Colani. Und dann ist das getan. Und bevor er in den Pool springt und sich wieder was einfallen lässt. Nein, ein Designer ist ein disziplinierter Beruf. Und es wird Kreativität verlangt. Sie müssen Kenntnisse haben von Materialien, von Herstellungsprozessen, von Psychologie, alle diese Dinge. Also er ist an für sich ein äußerst verantwortlicher Mann, der es fertig kriegt, bei aller sogenannten kreativen Freiheit diese Arbeit zugleich disziplinieren muss, dass man es auch fertigen kann. Und das noch es gibt Nutzen gute hat, Beispiele bei General Motors, besonders auch bei Firma Opel war ein besonders gutes Beispiel, wo die Designer gemacht haben, was ihnen Spaß gemacht hat. Dann wurde es ihnen weggenommen von den Technikern. Als es dann vorgestellt wurde, haben die Designer sich gewundert, dass das Modell ist, was sie gemacht haben. Weil die Technik gewinnt. Weil Sie können als Designer nicht erklären, ja, also wenn Sie normal, also Sie haben, ein Designer hatte früher immer bloß das einzige Argument, ja, ich finde es schön. Und der andere sagte, das ist ja eine schöne Sache, aber wir müssen es bauen. Mhm. Und da geht es nur so. Und wenn Sie nicht in der Lage sind, Alternativen zu rechnen oder sagen wir, kein Konzept haben, wenn Sie ein Konzept haben, haben Sie die Möglichkeit, auf technische, fertigungstechnische, prozesstechnische Bezogenheiten können Sie reagieren, ohne dass Sie das Konzept verlieren. Wenn Sie nur einen Entwurf machen und bestehen darauf, können Sie es vergessen. Der Techniker kann jedes belegen. Der kann sagen, warum dieses Material, warum dieser Knick, warum diese Öffnung, warum diese Winkel. Hm. Ein Designer kann das nicht. Aber Sie haben es trotzdem manchmal geschafft. Nein, ein Designer muss davon Kenntnis haben. Ja, genau. Und er muss sich disziplinieren. Alles, was er macht, muss
der Amerikaner hat einen Begriff davon, feasible, die Möglichmachung. Mhm. Aber ich meine, Sie haben teilweise Einzelentwürfe, wo Sie nur einen Vorschlag gemacht haben, durchgedrückt. Und ich spreche da auf eine Sache an, die mir gut gefallen hat, mit den Instrumenten, mit den roten Zeigern, die so Flugcockpit-mäßig ausgesehen haben. Ach ja. Das müssen Sie nochmal erzählen. Ja, das war auch eine Aufgabe. Ich meine, zu diesen Zeiten kamen die Führungskräfte, das war ja also Vorstand Oswald für die Technik, der kam rein und der vertraute seinen Ingenieuren, der vertraute auch seinen Designern. Und er schwärmte offiziell von ihnen. Mhm. Für ihn waren das seine Leute und zwar die Besten. Und dieser Geist herrschte drin. Wir haben uns wohlgefühlt. Und wenn Oswald reinkam, der stellte mir oder stellte generell Fragen, um sicher zu sein, dass sie sicher sind. Also der, wie nennt man das, er manipulierte einen so, nicht? Weil er stellte so bewusste Fangfragen. Mhm. Herr Muth, was soll das denn eigentlich da sein? Nicht? Alleine schon der Ton. Da mussten sie ihm erklären. Mhm. Und dann merkte er, der steht dahinter. Also er kam, wir machten das Auto fertig zur Präsentation für den nächsten Tag. Das war dieser 200 i-Turbo. Innen hatte ich wenig Möglichkeiten. Es war kein Budget da. Ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, nun gut, wenn wir dieses hässliche Instrumentenbrett, das war überhaupt hässlich, nehmen, dann können wir zumindest das Instrumentenbrett, wir nehmen die ganze Shroud, alles englische Ausdrücke, die einfach präzise sind. Und von Ford kannte ich das Material Nextel. Das bespritzt man, das hatte so eine Strukturoberfläche in Rot. Da kam aus der Flugzeugwelt. Dann habe ich gesagt, warum Flugzeugwelt? Ein Pilot guckt runter, obwohl der mehr Zeit hat als ein Autofahrer, aber das Auge reagiert auf Rot viel schneller als auf andere Farben. Dann habe ich gesehen, wenn der da drin sitzt und guckt noch hier und muss mal runter gucken zum Kontrollieren, dann muss das ruckzuck. Das Auge darf nicht wegdriften. Das waren so meine Motivationen. Also immer sehr, sehr eng an dem, was die Aufgabenstellung ist oder was das Objekt ist. Und dann habe ich das, und dann kam Oswald rein und kam und liegt dann mit seinen Fingern. Dann sagen wir, was soll das denn? Rot? Was haben Sie dabei gedacht? Ich sage, Herr Oswald, diesen Pilot. Dann habe ich jetzt mit dem Auge erzählt. Dann fragt er mich, sind Sie Pilot? Nein. Ja, was soll das denn? Also er machte das ganze Ding runter. Hm. Den Handgriffhebel vorne, der hat ja immer so eine spitze Kappe gehabt, damit gesagt, wenn der Daumen runtergeht, dann muss man über die Ecke passen. Den habe ich angeschrägt, nicht, damit der ergonomisch. Okay. Ja. Also er verschwand. Ist das Herr Muth, was Sie machen? Das will ich morgen nicht sehen. Und verschwand. Meine Modelleure stand da, nicht alles was in der Hand war. Und was machen wir jetzt? Ich sage, wir machen das fertig. Ja, aber ich sage nichts, aber wir machen es fertig. Gut. Nächstes, das Ding wurde rüber in die Kapelle gefahren, die Präsentationsraum in der Zentrale, also im Hauptkomplex von BMW. Die Entwicklung war ja draußen in der Hovelandstraße, ist sie immer noch. Mittlerweile ein FITZ, Forschungs- und Innovationszentrum, ja, glaube ich. Ne? Richtig. Und ich musste morgens, glaube ich, zum Zahnarzt und kam um 11:30 in mein Office und ich wollte eine Sekretärin haben und die war für meinen Dienst nicht, gab es keine. Und dann möchte ich eine Studieassistentin, die kriegte ich, war praktisch eine Sekretärin. Ne? Herr Muth, Sie müssen sofort in die Kapelle zum Vorstand. Also ich wieder rein in mein Leasecar, ein Dreier, bin rübergefahren, komme in die Kapelle und die Kapelle hatte also zwei Sektionen. Es gab einmal einen Raum mit einer Drehbühne und so einer Stuhlreihe wie beim Kino. Und da gab es eine große Falltür in einen größeren Raum, der also mehr Licht war und so weiter.
Komm also rein und höre, wie da drüben präsentiert wird. Und jetzt versuche ich, diese Falltür zu öffnen. Die ging also immer. Die war immer so verkantet quasi. Ne? Ja, ich hatte einen schwarzen Kordanzug an, ein schwarzes Hemd und eine schwarze mit rot getüpfte Krawatte. Ja, viel schwarz, dass man sie gleich als Designer identifizieren kann. Ja, ne? Designer schwarz aus. Sie sehen das doch. Ja, ne? Ja. Ja. Und höre, während ich da versuche, die Tür zu öffnen, wie Oswald mit meinen Argumenten dem Vorstand das Interview erklärt. Also diese Fluggeschichte, dieses Pilotenthema, ja. Und in dem Augenblick geht die Tür und ich stehe also wirklich wie Superman, beiden Händen diese Flanken in Dings und dreht sich um, sagt er, so meine Herren, und da sehen Sie ihn, das ist Herr Mut. Und jetzt sehen Sie, warum das so aussieht. Hm? Ich meine, das hatte so eine Leichtigkeit. Ne? Ja. Das gibt es ja alles gar nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Wie ist das heute? Fürchterlich. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ich habe immer noch sehr enge Kontakte zu einigen Firmen, auch zu BMW, auch zu meinem Nachfolger. Mittlerweile ist es der dritte Nachfolger, glaube ich. Zumindest beim BMW Motorraddesign. Es ist heute Marketing gesteuert. Die Vorgaben sind dermaßen eng, dass man sich fragt, was bleibt da eigentlich noch? Das sind arme Kerle. Mhm. Und es wird ja sehr viel geredet, auch in der Werbung und in den Präsentationen und in den Darstellungen bei Präsentationen über Emotionen, also alle diese Schlagwörter, die man heute mit Engagement und Emotionen und was da so alles an Wortschöpfung kommt. Alle diese Dinge gab es zu meiner Zeit nicht. Das hatten wir in uns drin, aber darüber wurde nicht geredet, da wurde auch nicht argumentiert. Bei BMW Motorrad war wie beim Auto, dann kam jemand von der Presseabteilung rüber, beim Motorrad war es Kalli Hufstadt, ein unwahrscheinlich offener, toller Typ, der leider zu früh starb. Der kam zu mir und sagte, lieber Mut, was haben Sie sich dabei gedacht? Dann habe ich ihm das erzählt, meine Konzeption. Und so wurde es in die Werbung übernommen und so wurde es in die Pressetexte übernommen. Als man die R9T rausbrachte, gab es einen Pressetext. Da ist man ja nach Amerika gegangen zu einem Custom Design, Motorraddesigner, Mr. Sands. Der kannte eine R90S überhaupt nicht. Dann sind sie erst ein paar Meilen nordwärts gefahren. Da hatte ein Dealer eine in seiner Sammlung. Und der hat ihm also einen Prototyp gebaut, der dann für die R9G, also man wollte eine neue R90S haben. Aber der baute im Grunde genommen eine Sportmaschine. So, als die R9G rauskam, kriegte ich den Pressetext und habe gesagt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Der Pressetext für die R90 war ein Teil von der R90S, er war ein Teil von der R100RS. Da habe ich mit BMW kontaktiert und habe gesagt, sag mal, ich habe euren Pressetext gelesen, wo habt ihr denn das her? Ja, wieso? Ja, ich sage, das hat doch mit dem neuen Motorrad gar nichts zu tun. Dann sagen die, Herr Muth, wir haben alle Dinge durchgeguckt, die damals veröffentlicht wurden für die R90S, für die R100RS. Und da haben wir uns das rausgenommen, was uns wichtig erschien. Und ja, ich sage, das hat aber mit der Maschine nichts zu tun. Die R100RS war eine vollverkleidete Maschine. Da hatte ich die Mann-Maschine-Philosophie entwickelt, die besagt, je stabiler die Maschine reagiert, je konzentrierter kann der Fahrer sein Motorrad Spaß genießen. Wenn er mit der Maschine kämpft, das liegt in der Kurve zu halten. Also das heißt, die Einheit zwischen Mensch und Maschine beim Motorrad. Und das war nachvollziehbar. Wie auch schon beim Interieur beim Auto. Das alles so ein Ding ist, ja. Und in Amerika bin ich gefragt worden, in der letzten Präsentation bei einem sehr großen BMW-Dealer in Maryland. Da sagte mir, Hans, was ist eigentlich die Erklärung, dass es in den 70er Jahren BMW-Motorräder waren, die ganz eindeutig nachvollziehbare Botschaften hatten? Das waren pure
Motorräder. Da habe ich kurz nachgedacht und habe gesagt, es gibt an für sich eine ganze Menge Erklärungen dafür. Aber eine scheint mir ganz signifikant zu sein, das ist die, dass in den 70er Jahren gab bei allen meinen Projekten, auch im Interieur, nie eine Marketingvorgabe. Die ganzen Konzepte habe ich von der designmäßig entwickelt in der Zusammenarbeit mit der Technik, die es ja letztendlich dann entwickeln mussten, übernommen. Und wir haben fantastische Dinge gebaut. Wir haben nie darüber geredet, über diese ganzen Argumente, die wurden dann mit dem Produkt letztendlich empfunden. Und heutzutage müssen Sie alles erklären. Mhm. Jedes Produkt wird ja erklärt. Aber es steht ja auch jedes Produkt inzwischen für alles. Was sind denn heute Vorgaben vom Marketing? Oder für wen werden heute Autos gebaut? Wenn man jetzt mal von Deutschland absieht. Also das ist ja nicht mehr, der Weltmarkt ist ja eher asiatisch geprägt jetzt wahrscheinlich. Ne? Ja, das hat sich natürlich für die Presse, hat sich das so langsam eingebürgert, dass der Richtmarkt China hat. Also diese Dinge würde ich mal nicht als Hauptfaktor bezeichnen. Natürlich sieht man, wo sind die großen Märkte. Aber das Argument erteilen, wir bauen es für China, würde ja bedeuten, was der Chinese erwartet. Hm. Und dann gucke ich mir mal, da muss man sich mal angucken, wer fährt denn in China eigentlich Auto? Und was fahren die? Die fahren ja nicht alle Mercedes und alle BMW. Die fahren Japaner, die fahren Eingebautes, was wir gar nicht kennen. Hm. Die haben einen ganz anderen Bezug zum Auto. Für die ist das Auto hauptsächlich auch in Japan erstmal ein, ja, es ist ein Transportmittel. Sie können sich in Japan kein Auto kaufen, wenn sie keine Garage nachweisen können. Mhm. Kriegen sie keins. Mhm. Oder sie kaufen sich so einen Kekan, die können sie im Haus unterbringen. Ja, sie sehen doch aus. Ne? Ja. Nein, also alle diese Dinge, das sind so Argumente, die werden so als, das sind so Feigenblattmanöver. Mhm. Erstens ist Follow the Leader. Deswegen sind alle gleich an. Mhm. Es gibt Autos, die Vorbild sind. Es war mal Mercedes. Dann war es mal BMW, dann wurde es Audi. Alleine die Hex mit BMW hatte immer Schwierigkeiten mit Hex. Immer. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Bis heute. Ja, als der Dreier rauskam, zu meiner Zeit, für den ich dann das Topo-Layout übernommen habe, der ging sofort in Serie über, ging die Presse, das Heck war im Grunde genommen blank, es war praktisch gar nichts, BMW-Logo war oben drauf und dann gab es diese Heckleuchten und die Automotoren zog über dieses Heck her. Da gab es also Nachtsitzungen, was wir tun und Monsieur Brack hatte also eine harte Zeit und seine Lösung war, es kam ein schwarzes Kunststoffhändel mit lauter Rippen drin, also konvexe Rippen. Ja. Und das kam in diese nackte Blende hinein. Worauf Automotor und Sport, als das Auto dann wieder vorgestellt wurde, BMW, warum nicht gleich so? Ja? Und dann fing Marketing an. Die kamen ja auch zum Auto. Die kamen, ich weiß noch, als wir den 7er neu bauten, wollten wir in die Ferien. Und am letzten Tag kam Hofmeister rein und erzählte uns allen, auf Wiedersehen und passt auf euch auf und macht keine Dummheiten. Und dann sagte sie Mut und zwei Modelleure, für sie gilt das nicht, sie bleiben hier. Wir bauten den 7er Interieur. Ich kam nach Hause, die Koffer waren schon alle da und ich erzählte dieser mutigen Frau, die kein Stadtschreiber, sondern Designer geheiratet hat, dass der Urlaub in Bayern stattfindet. Und dann am nächsten Tag bin ich rein und da war also die Sitzkiste, ist im Grunde genommen das Auto, nicht? Also so als Gestell, aber innen drin wird das dann ausgebaut, außen ist nichts. Mhm. Es hat eine Motorhaube und dann hinten und ein Dach drüber. Herr Hofmeister saß mit dem Hut und einem Schal und Murmelboots im Sommer, der hatte nur so rum, außen auf dem Küchenstuhl und sagte, Mut, setzen Sie sich rein, nehmen Sie Ihren Stift und denken Sie. Dann saß ich nun da innen drin
man kann es ja nicht filmen, aber dann guckte mir das Instrument mal an. Oh Gott, ich hatte ja nun mein Vorbild war ja sowieso das Turbo-Coupé, ne? Ein anderes Auto, ne? Ja. Und er hat ja auch eine andere Klientel, muss ja ein bisschen mehr. Und fing dann an, wir hatten zwei Modelleure, die das dann umsetzten, nicht? Die sägten mit irgendwelchen Dingen und hämmerten da rum. Und er saß da auf dem Küchenstuhl. Und das haben wir 4 Wochen lang gemacht. Ja, also haben Sie quasi unter Aufsicht designt, ja, und ja, dann wurde das auch gleich umgesetzt von Modelleuren. Der Hofmeister kannte aber ein Auto von der Pike auf. Aha. Der ging an die großen Boards, wo die 1:1 Zeichen, die technischen Layout-Zeichnungen drauf waren. Und sprach mit denen und sagte, was haben sie sich denn da vorgestellt? Hier kriegen sie ja die Füße nicht runter. Die hatten einen Getriebetunnel gemacht, der so breit war, damit sie ihre, wer weiß was, unterbringen, aber sie kriegten die Füße nicht ans Gaspedal. Ne? Und da lernte ich den Hofmeister kennen. Okay. Und irgendwann kam der Tag, wo man ja dann so sicher wird und dann wird man ja auch ein bisschen spaßiger, nicht, wie man ja generell so ist. Und dann dachte ich, lass mich mal, Hofmeister, können Sie sich eigentlich vorstellen, dass das bei Mercedes auch so gearbeitet wird? Und dann sagte er, nee, aber so sieht es ja auch aus. Für den war dieser Treiben eventuell mit ganz anderen Ausrüstungen. Ne? So, als dann die Ferien zu Ende waren, gingen die Türen morgens auf und dann kamen die Herren rein. Ja? Hier also mit Akten unterm Arm. Ne? Und dann sagte der Hofmeister, das war ja einfach gut. Und sagte, das können Sie direkt weglegen, das Auto ist fertig. Und bei einer Sitzung, die dann anschließend mal kam, kam dann so, was denn Marketing noch fand. 2 Zigarettenanzünder, wo Hofmeister sagte, im Auto rauchen wir nicht. Das war noch dieses Alt gegen Neu. Ja? Ja, ja. Wir konnten diese Typen nicht ausstehen, die ja nur kamen und uns Dinge erzählten, die also Motorrad, Honda oder Kawasaki nur plötzlich gemacht hatten. Mhm. Als wir dann ab und zu mal technisch gesehen Dinge dann nachzogen und das dann präsentierten, hieß es, nee, aber bei so einer Maschine geht man wieder auf nur eine Bremsscheibe. Ne? Also, die gingen ja immer nur das, was gebracht wurde, brachten sie uns. Und wenn es wir brachten, war es aber nicht richtig, weil die anderen schon wieder was anderes brachten. Also dieses ganze Marketinggedöns und der liebe Mitchell, das war ja der Vice-President Design, für mich eine schillernde Figur. Er war ein absoluter Motorradfan. Er kaufte sich lauter Motorräder und bauten die nach einer Zeit lang um und ließ sich auch dann seine Kostüme entsprechend schneidern. Das war eine ganz schillernde Figur. Ich lernte ihn kennen auf dem Pariser Autosalon, als ich noch im Interieur arbeitete, kennen. Und mein Schwager, der Bruder meiner Frau, den habe ich, war einer meiner Zauberlehrlinge, sprich, die habe ich als Designer erzogen, auch wie meinen jüngsten Sohn. Mhm. Der kaufte sich dann später, wurde er bei BMW eingeladen und kriegte eine R100 RS. Und den lernte ich dann persönlich noch mal kennen, im Gespräch und im Interview auf der Teststrecke bei BMW. Darauf lud er mich ein ins GM Tech Center. Das ließ sich gut vermitteln, weil ich flog mal rüber zur Daytona Race Week für die Motorräder. Mhm. Die R90S waren ja hervorragend, die haben mir ja die ganzen 14er Hondas geschlagen, etc. Und wurden wir dort fürstlich empfangen, meine Frau und ich. Und unten im Basement hatte er uns eine Show von sämtlichen je gebauten Corvette-Studien aufgebaut. Und als wir dann zurückfuhren ins Hotel, hat uns dann der Fahrer erzählt, meine Frau fragte, was denn da gebaut wurde. Sagten sie, ja, das wäre ein Windkanal. Und worauf die Frau, das wird aber auch Zeit, worauf der Fahrer fragte, bis sie das gebeint hätte. Dann sie wollten mir doch nicht erzählen, dass ihre Autos aerodynamisch sind. Und wenn ich mir das so
retrospektiv angucke, dann frage ich mich, was man einfach fertiggebracht hat, was man dargestellt hat, was man verteidigt hat, was man präsentiert hat, was man überzeugt hat, was man beeinflusst hat. Und wenn ich mir dann das heute angucke, jetzt kommen wir wieder zurück zum Heute, was da passiert, dann muss ich feststellen, es ist nicht mehr diese Intensität, in der sich Designer mit einem Produkt, sagen wir mal, identifizieren, sie darin aufgehen. Auch keine Management mehr hat, mit dem man adäquat agieren kann, die ein Verständnis aufweisen, die keine Ahnung haben. Bei BMW hatten wir mal einen Wechsel. Ich mache in meinen Erzählungen immer gewaltige Sprünge, aber ich komme immer zum Ziel. Ja, das passt schon. Hatten wir einen neuen PR-Mann ohne Namensnennung. Und es gab, Design wurde gefragt, eine Präsentation zu machen über BMWs sportive Fahrzeuge. Darunter war auch der Formel-2-Wagen. Wir haben das also aufgebaut. Dann ging ich nochmal rüber mit einem meiner Designer, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ob die Aschenbecher richtig stehen. Und da kommt dieser neue Herr rein. Und haben uns kurz begrüßt und dann zeigt er mit dem Finger auf den Rennwagen und sagt, meine Herren, so geht es aber gar nicht. Abgefahrene Reifen können wir doch hier nicht zeigen. Worauf mein Modelleur sagt, der Herr so und so, das sind Slicks, die werden bei Rennwagen gefahren. Da ging es schon los und da wechselte eine Generation, die alte Generation, wechselte. Die waren alt, die gingen, und da kam die neue Generation. Wichtig war Doktortitel, ganz wichtig. Und die brachten, weil sie letztendlich nicht diese Gefühl, diese Loyalität zu einem Produkt hatten. Und die brachten dann gleich ihre Kerne mit. Und mit denen, und das war ein solcher Schock und Unterschied plötzlich, ja. Als ich die R45 gemacht hatte, R65 und 45, ein neuer Tank, schlanker, weniger drin, aber es ist ein anderes Motorrad, kleiner. Also müsste ich ein bisschen straffer sein, ein bisschen jugendlicher sozusagen. Da hatte ich in dem Tank unten so ein Zickzack drin, weil sich der Tank nach innen verjüngt. Da kommt er zu mir und sagt, der Muss kann man nicht zeigen. Das ist ja eine Karikatur. Da merkte ich schon, wo ist man hier eigentlich gelandet? Ne? Und heutzutage ist es so, ja, und den gebrochen hat es bei mir dann mit BMW, als ich plötzlich Besuch bekam von Marketing mit zwei schwarz gekleideten Herren, erwiesen sich von einer Schweizer Werbeagentur, mit zwei großen schwarzen Mappen, war ein schwarzer Tag. Und die wurden geöffnet und ich fragte dann, ich war also Master of the Universe, war Coverboy, überall auf dem Titelblatt drauf und Mut hier, Mut da. Und da waren also Entwürfe drin, BMW im Easy Rider Look, ne? Also mit Sissy Bar und so weiter. Und ich guckte mir das drin und dann habe ich gesagt, Herr Sohn, dann muss ich mir das wirklich angucken. Und die Herren da, die Schweizer guckten immer so recht an. Ich sagte, Herr Rademacher, das war der neue Chef für die Vorstand Technik, besteht da drauf und dringt da drauf, ich soll mir das genau angucken, weil das wäre die Zukunft. Und da habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, also meine Herren, ich habe ja keine... Ich sehe hier gar keine Veranlassung. Es gibt kein Projekt. Und ich sage, wir werden nicht das machen, was Harley Davidson macht. Ja, aber es gibt ja letztendlich einen USA-Markt. Ja, ich sage, alleine, wie wollen Sie Ihre Beine nach vorne strecken? Wollen Sie nicht über die Zylinder? Da können Sie ja die Wagen verbrennen. Und dann war der so verharrlicht, dass er sagt, da besteht drauf. Und da habe ich gesagt, wissen Sie mal, Herr Dr. Rademacher, Götz von Berlichingen. Und das haben wir weiterberichtet. Und dann kriegte ich eine Einladung zu einem Gespräch in Personalabteilung. Und dann
ging das hoch bis zum Personalchef. Nicht? Und dann wurde etwas gedreht und gedrechselt und mir angeheftet. Ne? Es hieß dann später, Herr Muth, bei BMW dürfen Sie alles tun, Sie dürfen sich bloß nicht querlegen. Und also das war das Ende, das war Ihr Rauschmiss dann. Ne? Mhm. Ja, das ging ja dann, den habe ich auch so nicht akzeptiert, sondern habe mir Ratschlag einen Anwalt genommen. Wir gingen dann also bis zu Gericht. Da gibt es ja gewisse Zeiten, Sie müssen ja immer wieder Ihre Arbeit anbieten. Und dann hatte ich auf ein Gespräch mit Herrn von Kuhnheim gedrungen und das fand auch statt. Und Herr von Kuhnheim begrüßte mich, wurde im Werkschutz hochgeführt. Also der Vorstandsvorsitzende. Ja. Im Vierzylinder fährt man ganz nach oben, oder? Ja, da fährt man ganz nach oben. Und Herr von Kuhnheim begrüße mich, lieber Herr Muth. Sie wissen, dass ich Sie sehr schätze, was Sie für unser Haus tun und getan haben. Aber ich kann einen Beschluss eines Vorstandsmitgliedes nicht rückgängig machen. Aber wir werden für Sie sorgen. Warten Sie da immer noch drauf? Nein? Nein, dann bin ich wieder zurück mit meinem Anwalt, dem habe ich erzählt. Und er sagte, Herr Muth, wir haben jetzt 14 Tage Zeit zu warten. Aber ich rate Ihnen, nach anderthalb Wochen werden wir aktiv. Das haben wir getan. Wir kriegten dann sehr schnell eine Einladung hier im Münchner Gericht. Und dann war die zusammen. BMW kam an mit 4 Herren. Ich war da mit meinem Anwalt. Und dann erzählten also die Herren, ich wurde angeschuldigt, Teile aus BMW mitgenommen zu haben, um mir, das muss man sich mal überlegen, in eigendings Geländemaschinen zu bauen. Und dann habe ich wohl mich zu meinem Anwalt gebeugt und wohl mich darüber wohl sehr amüsiert. Und der Richter hat das gesehen und da hat er gesagt, darf ich Sie mal unterbrechen? Ich würde gerne Herrn Muth mal dafür hören. Und dann hat Herr Muth gesagt, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich war gestern noch Coverboy und heute in der Anklage als Dieb. Und dann wurde also die Sitzung unterbrochen, ob man sich nicht einigen könnte. Dann hat mich mein Anwalt weggeschickt, ich soll mir irgendwie einen Kaffee kaufen oder mal. Da kam ich wieder zurück, wurde rangebingt und gesagt, BMW würde das wieder zurücknehmen, ich könnte wieder. Und da habe ich gesagt, für mich? Nein. Ja, da wurde über Abfindung gesprochen, da habe ich gesagt, ich habe auch eine eigene R100 RS mit Speziallackierung, die gehört in mein Paket noch mit hinein, wurde mir auch genehmigt und das war's. Ich habe dann die Herren von BMW wiedergesehen, 3 Jahre später, wurde ich von der Motorpresse aufgefordert, für die Wahl des Motorrad des Jahres in der Stuttgarter Liederhalle die Begrüßungsrede zu halten. Und da saßen alle meine Herren. Und dann habe ich für BMW nochmal Anfang der 2000er Jahre nochmal ein Motorrad designt, Freiberufler. Tatsächlich? Mhm. Und dann gab es ja den Festakt 90 Jahre Motorrad, wo ich dann dem Vorstand, der mir dann den Rausschuss versetzte, das war Vorstand Safer, den habe ich kaum erkannt. Und jemand da stellen, das ist Herr Dr. Safer. Ich sage, aber wir kennen uns doch. Ja, sagt er, wie geht's Ihnen denn? Und Herrn Rademacher, der mir ja letztendlich die Ding, den traf ich auf einem Zwischenstopp in Hongkong. Weil ich flog First Class. Und er kam aus der Business Class raus und hat gesagt, das ist doch der Rademacher. Ich durfte in der Maschine drin sitzen, Pam. Und als sie wieder einstiegen, kam der Rademacher, Herr Muth, was machen Sie denn hier? Er sagt, das frage ich Sie auch. Kurz unterhalten, er verschwand dann hinten in der Business Class. Das ist ein schön zu sagen, toller Satz. Solche Sachen genießt man in der Business Class. Ja. Als Sie damals das BMW, das Turbo Coupé, den Innenraum entworfen haben, hätten Sie, wenn Sie das heutige Auto-Innenraumdesign sehen, gerne Touchscreens gehabt? Nein. Was halten Sie davon? Also das ist ja. Ja, also ich halte es generell, es ist ja auch so etwas, es ist eben der Marketing-Einfluss. Ja? Heute ist ja wichtig, wenn Sie ein Auto gucken, Connectivity. Ja, Donnerschlag, sitze ich in der Telefonzelle oder sitze ich im Auto? Wir dürfen kein Handy in der Hand halten, um zu telefonieren, obwohl, das habe ich am Ohr, habe meine Augen auf der Straße, habe eine Hand am Lenkrad.
Die neuen Autos haben eine Screen. Beim Tesla ist es ein solches Tablett. Ja. Ja? Und da soll man das bedienen, um das zu bedienen. Und dann sitzt man dem Auto und ein Touchscreen, müssen Sie erstmal hingucken, und jeder hat nicht Augen wie ein Adler. Und jetzt soll ich mich auch noch vorbeugen, um das zu bedienen. Alleine, was ich hier in Sekunden da verlaufe, und ich darf nicht telefonieren, aber ich darf diese Screens wahrnehmen. Was ist denn das für ein Irrsinn? Ich möchte doch, wozu kauft man sich ein Auto? Oder wer kauft sich ein Auto heutzutage? Sagen wir, mittleres angestellte Management. Den Fünfer fahren. Und die kaufen sich ja nicht das Standardmodell, sondern das wird ja ausgesucht. Und da muss ja alles drin sein, was irgendwie sportiv ist. Und ich will das doch spüren. Aber eben, und jetzt geht das wieder in die heutige Zeit rüber. Im Grunde genommen brauchen wir in Zukunft nur noch die beiden Finger. Und eine Hand, die es hält. Wir benutzen unsere Hände nicht mehr. Und wir verlieren das Gefühl für, sagen wir mal, für Schalter, für Dinge, um nachvollziehen, was passiert eigentlich. Aber das interessiert uns doch an einem Auto. Früher konnte man an einem Auto ja noch rumfummeln. Heute machen sie die Motorhaube auf und wenn sie reingucken, ist die wundervoll designt, mit Plastik oben drüber. Das ist eine Botschaft, mach sofort die Haube wieder zu, die hast du nicht zu suchen. Es gab mal, Mercedes hatte einen Auftritt auf dem Genfer Autosalon, das muss ich Ihnen noch erzählen, und die zeigten die neue S-Klasse. Und die neue S-Klasse hatte Motoren, die also oben hervorragend sauber verkleidet waren. Der ganze Motorraum war voll, natürlich mit Sternchen drauf und mit polierten Rippen und so weiter und so weiter. Und die hatten vier Autos da stehen, verschiedene Motoren, und die standen alle da und hatten die Haube hoch. Und wir guckten uns das an und dann kamen zwei Engländer vorbei. Die blieben stehen, knallten die Hacken zusammen und machten den Hitlergruß. Die hatten es genau begriffen. Assoziation von Deutsch korrekt, stramm, empirisch, Haube hoch. Und die haben das Richtige reagiert. Nein, ich würde kein Touchscreen. Ich möchte gerne sehen. Und mein Auge, es geht ja, nicht ruckzuck, aber es hat doch etwas Interesse. Ich möchte ja Kapitän sein, ich möchte Pilot sein. Ich möchte der sein, der dämliche 300 PS meistert. Und wir sehen ja, was da passiert. Meistens Idioten, die damit rumfahren. Und das nehme ich ihnen weg und soll auf dem Touchscreen rumfummeln. Und wer garantiert mir, dass ich überhaupt die Sehkraft habe und die Stärke habe, das genau zu erkennen? Denn die Schriften sind nicht sehr groß. Ich müsste eine Brille tragen. Also muss ich mir jedes Mal eine Brille aufsetzen? Smartphone darf ich aber nicht in der Hand halten. Nein, würde ich nicht machen. Gibt es ein Auto, wenn Sie jetzt heute das Autodesign angucken, was Ihnen gut gefällt oder wo Sie sagen, das trifft noch so den Nagel auf den Kopf, das strahlt was Besonderes aus? Von den neueren kaum. Ich mir heute ein Auto kaufen müsste, sollte, ich wüsste nicht was. Das Auto hat seine Automotivität verloren. Es hat eine Eigendynamik entwickelt, die fremdbestimmt ist. Ich würde sagen, die ist manipuliert. Das Auto hat, das hat mich auch bewogen, ich bin mit dem Auto aufgewachsen. Mein Vater hatte einen Opel Admiral Cabriolet in Seegrün mit Schweinsleder sitzen. Ich weiß, wie eine Kutsche ist, ich weiß, wie ein Pferd, ich weiß, was ein Sattel ist. Ich kenne einen Tatraplan, der parkte vorm Haus, Nachbarhaus, ich kriegte einen Besuch, da war ein Tatraplan mit der Heckflosse. Ich kenne noch Mercedes, Horch, ich kenne Militärfahrzeuge. Und das waren für mich, waren das Objekte. Ich würde sagen, es war für mich die Weiblichkeit. Die anderen guckten den Damen nach. Ne? Ich guckte den Autos nach. Und deswegen, ich bin wirklich ein
aktiver und betroffener Zeitzeuge. Seit 1935 geboren. Die ersten Autos waren Märklin-Autos, mit denen spielte ich im Bett auf dem Ding mit Geräuschen. Und dann fing ich an zu zeichnen. Dann auf den Fahrrädern, das waren meine Motorräder. Und wenn ich dann sehe, was das heute ist, es hat dann mit dem Auto nichts mehr zu tun. Mhm. Ein Auto, was mir gefällt, was ich wirklich bewundere, ist, es gibt ja wirklich Beispiele, wenn man sich den 911 anguckt, der ja entstand von dem ersten Porsche. Gottschke nannte das immer den durchgeschnittenen Kartoffel und die Räder standen ja auch immer ganz weit drin. Ne? Und die Karosse war so überladen. Ne? Es war wirklich wie eine durchgeschnitten mit Fahrradreifen. Wäre eine gute Karikatur gewesen. Aber dann kam ja 911, den machte ja Alexander Butzi Porsche, den ich persönlich kannte. Wir beide haben einen Sohn mit dem Namen Oliver. Und ich durfte öfters ihn besuchen bei Porsche. Und er zeigte mir damals den 907 oder 904, diesen ersten Rennsportwagen. 904. Aluminium, ja. 904. Ja. Waren ganz andere, transparente Zeiten. Und was Porsche, es hat ja den Maurer als Designchef, der kam von Saab. Und da muss ich wirklich sagen, chapeau, wie die es fertiggebracht haben, den 911er in der Substanz zu erhalten. Natürlich ist er, wenn man die Vergleiche sieht, größer geworden, länger geworden und im Innenraum verspielter geworden. Nun gut, warum ist er verspielter geworden? Weil man dort versucht, noch diese Bezogenheit zum Auto, die, ja, es ist eine physische Bezogenheit, eine körperliche Bezogenheit zum Auto noch zu erhalten. Indem man hier noch ein Rundinstrument und da noch diese Zeiger und da noch dieses. Wirklich, wenn ich im Flugzeug sitze und mache mich fertig für den Flug, und mache meinen Checken, gehe über all diese Toggle-Switches, tick, 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 nicht wahr? Und dann, okay, oder wie heißt das, nicht wahr? Roger, nicht funktioniert alles. Und dann bereite ich mich langsam vor. Für mich gehört das alles dazu, dass sich auf ein Fahrzeug einstellen. Ich will sie auch genießen. Wenn ich bloß transportiert will, nehme ich eine Straßenbahn oder eine Eisenbahn. Aber auch dort verlange ich ja auch, etwas, aber etwas anderes. Da verlange ich Informationen. Da verlange ich auch, dass die Dinge gerecht sind, dass ich meinen Koffer unterbringen kann und dass ich einen Sitz verstellen kann. Eine andere Qualität. Aber von dem Auto, und das ist heute nicht mehr. Porsche finde ich wirklich gut. Was ich recht gut finde, sind bei mir die Volvos. Die haben es geschafft, eine durchgängige Linie zu schaffen. Nach wie vor begeistert mich der neue Mustang. Er ist nach wie vor ein Mustang. Sie sind ja zu dem wieder zurückgekehrt, was wir neu in den 60er Jahren gemacht haben. Und ich habe noch in meinen Planschränken Entwürfe aus dem Special Development Studio von 1966. Und die Dinger sind aufregender als das, was heute auf der Straße ist. Das ist nicht schwierig wahrscheinlich. Das finde ich in Ordnung. Aber ich werde immer hier kontaktiert von den BMW-Dingern, die auch Mini verkaufen. Herr Muth, wir laden Sie ein, es gibt einen neuen Mini. Und dann habe ich ein Gespräch, das geht manchmal über eine halbe Stunde. Und ich erzähle ihm, warum ich an diesen Dingern nicht interessiert bin. Ich habe den Mini. Das ist ein... Zweite Generation des New Mini, oder? Das ist die erste Erst-1-Generation. Die hatte also noch nicht... Die zweite Generation hatte die neuen Scheinwerfer, die andere Motorhaube. Mhm. Und der ist noch, und der hatte noch, der hat den Motor drin mit dem Kompressor, nicht mit dem Turbolader. Also der Works. Der hat 210 PS drin. Und der hat die Toggle-Switches, er hat wirklich noch die Doppelinstrumente, er hat auch dieses rinde Ding, wo da mein Navi drin ist, was ich nie benutze. Ja. Und ich liebe dieses, ich habe den jetzt 10 Jahre. Ich brauche nicht mehr. Und das Ding klingt gut und er fährt wirklich wie ein Go-Kart. Und die Neuen erzählen sich das alte Go-Kart-Feeling. Ja. Da steht es ja sogar drin mit dem Pfeil in den Schalter. Wenn man
den Schalter klickt, dann kommt im Display für das ultimative Go-Kart-Feeling. Und da sind die Mini-Silhouette abgebildet und da drin ist so ein kleines Kart. Und das muss ich mir schriftlich vorerzählen lassen? Leider ist das so. Was ist denn das für eine Welt? Wahnsinn, ne? Nein, wir werden entmündigt und ich glaube, wir werden bewusst entmündigt. Wir werden abhängig gemacht von Technologien, in denen wir uns reinfinden müssen. Und warum? Ja, eine Abhängigkeit erzeugt die andere und das ist es. Mhm. Und das Motorrad sehe ich als das Einzige, wo noch die Technik überhaupt noch vorhanden bleibt. Ich glaube, dass das Motorradgeschäft, wenn wir alle diese komischen Dinge bekommen, also die Elektrofahrzeuge und die autonomen Fahrzeuge, wenn sie sich Motorräder kaufen, da haben sie noch das, was es am Auto nicht mehr gibt. Also das Motorrad fürchte ich mich gar nicht. Jetzt erzählen Sie noch mal, jetzt reden wir noch mal das Buch, was man kaufen muss. Wir haben es ein paar Mal angesprochen. Design macht Mut von Hans Amut. Da steht Ihr Werdegang drauf. Und was ich toll finde, ist, dass Sie mit 85 Jahren noch ein weiteres Buchprojekt jetzt angehen. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Es gibt im Leben gibt es drei Stufen. Es gibt die Jugend, das Mittelalter und das Alter. In der Jugend lernt man. Man nimmt auf und man lernt. Im mittleren Alter setzt man es um. Und zum Schluss gibt man das, was man gelernt hat, weiter. Und in der Phase bin ich. Wenn ich Sie so erlebe, würde ich sagen, Sie sind eher in der mittleren Phase. Ich meine, nach dem, was heute alles passiert, diese Unwissenheit, dieses blinde Folgen, an Vorgaben, die an irgendwas aufgehängt ist, sind. Und dann frage ich die Designer, ich habe nach wie vor noch Zauberlehrlinge, die immer zu mir kommen und dann in zwei Tagen machen wir hier Skizzenkurse, kreatives Skizzieren. Mhm. Und denen bringe ich bei, worauf es ankommt. Dass man nicht nur Linien zeichnet, sondern dass man die Körper innerlich mitfühlen muss, ja, wie sich das gestaltet. Was will ich ausdrücken? Was ist Pflicht und was ist Kür? Und daran merke ich, was da eigentlich passiert. Jeder sitzt vor seinem verdammten Tablett, ja, und da lässt sich ja, wer weiß, was machen. Und wenn Sie hingehen, fahren, erzählen Sie mir mal, wie soll denn der Schnitt verlaufen? Welcher Schnitt? Naja, also der Schnitt hier rüber. Aha. Warum? Ja, da werden also im Fußbereich, werden die Karossen eingezogen zu irgendwelchen Mulden. Und dann ist die Frage, ja, was soll das? Ja, ich finde es geil. Ja, also ich habe da unten meine Füße, außerdem ist ein Rad da, was sich bewegen will. und ich finde es wichtig, dass ein Designer muss kritisch sein. Er muss kritisch konstruktiv sein. Es gibt Formeln, die ich entwickelt habe und die ich angewandt habe und bis heute anwende, das sind die vier Cs. Kreativ, konzeptionell, konstruktiv und konsequent. Wenn Sie von den vier Cs eins wegnehmen, geht es in die Hose. Und ich glaube, da ist es wichtig, wenn man das heutzutage liest, kommt dieser Aha-Effekt. Also die Rezensionen, die ich bekommen habe, die sind erstaunlich. Interessant ist auch, die fangen alle mit der Autobiografie hinten an. Was ich aber auch nach hinten gestellt habe und nicht damit vorne begonnen habe. Nachdem man das alles gesehen hat, will man mal wissen, was ist das eigentlich für ein Typ? Und da kann man sehen, wie die Entwicklung stattgefunden hat. Da kann man sehen, dass man sehr viel selber inszenieren muss. Dass man Verantwortung übernehmen muss für sich und für das, was man tut. Und dass man dahinter steht. Und dass man es verteidigen, dass man evaluieren muss, wenn man es einem Management präsentiert, was sind das für Typen? Ja, hören die überhaupt zu? Wollen die sich bloß selber mal darstellen, weil der große Guru dabei ist und der sagt, ach da, schau mal an, der achtet ja auf den Pfennig. Ja? Ich habe das alles miterlebt. In Amerika, in England, in Deutschland, in Japan. Wobei die japanische, würde ich sagen, war meine dritte Lehrzeit. Geben und nehmen. Die Japaner haben
viele Dinge, die wir nicht so intensiv haben, und wir haben Dinge, die sie nicht haben. Japaner können nicht entscheiden. Sie können nicht improvisieren, können sie nicht. Aber sie haben Mut zur Umsetzung, Mut zu Fehlern. Und ich bin da drüben, habe ich angefangen als Pilotdesigner für neue Konzepte. Aber im Grunde genommen haben sie mich benutzt, um ihnen meine Philosophie ihren Leuten zu übertragen. Mhm. Das war meine Hauptarbeit zum Schluss. War eine tolle Zeit. Und ich habe ja nicht nur dann Autos gemacht, ich habe dann wieder Autos gemacht. Ich habe diese Suzuki Vitara, heißt er bei uns. Das Konzept stammt von mir. Und dann habe ich mich anderen Dingen, ich wurde ja bekannt da drüben mit der Katana. Und dann wurde ich kontaktiert, ob ich nicht Lust hätte, sie mal zu treffen in Tokio, eine Agentur, ODS. Und dann bin ich dahin marschiert und haben gesagt, wir hatten bisher Han Kolani als Designer, aber das funktioniert nicht und wir würden sie gerne. Da habe ich mit Suzuki gesprochen, habt ihr was dagegen? Und ich sage, wenn du kein Motorized Wheelers Designs, kannst du machen, was du willst. Okay. Dann habe ich angefangen mit Kameras, mit Golfschlägern, mit Rasierapparaten, mit Tankstellen, mit Brillen, mit wasserdichten Elektromotoren und so weiter und so weiter. Und es macht Spaß, weil wenn Sie ein Objekt wie ein Auto und ein Motorrad, können Sie alles. Wir müssen zur letzten Frage kommen. Mhm. Und zwar frage ich das jeden, wenn das, nun haben wir alle Benzin im Blut, wenn der Sprit ausgehen sollte und die Erdölreserven erschöpft sind und jeder kriegt sein letztes 50-Liter-Fass mit Sprit auf den Hof gerollt. In welchem Fahrzeug, sage ich jetzt bei Ihnen, und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Welche Strecke? Ja. Ja, bestimmt nicht Autobahn. Davon gehe ich aus. Dann würde ich mir versuchen, entweder ein 300 SL Flügeltüren, Mercedes oder einen Typ Bugatti, entweder ein Typ 55 oder 35 oder 51 ausleihen. Den würde ich mit dem Sprit füllen und mit dem würde ich hier über die Land, und wir haben wundervolle Landstraßen hier. Rund um den Ammersee? Nein, nicht rund. Ich würde sagen Richtung Süden. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hat ganz viel Spaß gemacht. So, das war Hans Amuth und ich sage es gern nochmal, das Buch von ihm heißt Design macht Mut und darin findet ihr zahlreiche Zeichnungen und viele, viele weitere Geschichten zu seiner Motorradgestaltung in Japan, was wir hier nur ein bisschen angeschnitten haben. Habt ihr es übrigens gehört? Der Name Kalli Hufstadt fiel auch in diesem Gespräch und über den habe ich ja auch mal mit Rainer Braun ausführlich gesprochen und zwar auf meinem Alte Schule YouTube-Kanal, auf den ich an dieser Stelle auch gerne hinweisen möchte. Danke für euer Interesse und auch nochmal vielen Dank für das tolle Feedback, was ich von euch bekomme. Macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.